Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu diesem Gespräch zur Architektur der Nachkriegszeit, das über Atelier 5 heute gehen wird. Atelier 5 ist die wohl bekannteste Bürogemeinschaft in der Schweiz, 1955 durch 5 Partner gegründet, findet es bereits durch sein erstes Projekt, nämlich die Siedlung Halen bei Bern, in Fachkreisen allgemeine, aber vor allem internationale Anerkennung. Diesen Ruf sollte Atelier 5 in einer Reihe von wegweisenden Bauten in den letzten 60 Jahren bestätigen. Ich erwähne hier die Studentenwohnung und die Mensa in Stuttgart, den Wettbewerb für einen Wohnungsbau in Lima oder das Kunstmuseum Bern. Doch genauso partikulär wie die Architektur von Atelier 5 ist die Organisationsstruktur des Büros, welches ursprünglich eben von 5 Partnern gegründet und sich nach und nach zu einem sehr differenzierten Architektenkollektiv entwickelt hat über mehrere Generationen. Ich bin aber besonders glücklich, hier einen der frühesten Mitarbeiter von Atelier 5 begrüßen zu dürfen, Jacques Blume, der bereits vor seinem Architekturdiplom, welches er seit 1962 an der ETH ablegt, bereits 1958 bei Atelier 5 als Praktikant beginnt, wo er immer wieder bis 1965 arbeitet. Danach, nach Aufenthalten in Finnland und Italien, ist er zwischen 1965 und 1970 Professor und Architekt in Chicago, bevor er dann 1971 zurückkommt zu Atelier 5, wo er zum Partner aufsteigt. Jacques Blume macht neben seiner Tätigkeit als Architekt, als entwerfender Architekt und Partner bei Atelier 5, auch als Dozent an unterschiedlichen Universitäten in Amerika und in Europa tätig. Ich erwähne Cornell, University of Toronto, Chicago Circle, ÖPFL, die Universitäten Hamburg und München und schlussendlich als Professor bis zu seiner Emeritierung auch noch an der Universität in Genf. Das Gespräch wird heute um ungefähr 4 Themen sich drehen. Ich möchte zuerst etwas über Herrn Blume selber und seinen Werdegang erfahren. Danach werden wir die Geschichte von Atelier 5 mit ihm nachzuvollziehen versuchen. Wir werden uns über den Siedlungsbau unterhalten und dann über eine Reihe von Partnerschaften diskutieren wollen, mit den Partnern bzw. mit denen Atelier 5 im Laufe der Jahre gearbeitet hat, Ingenieuren, aber auch Künstler oder Fotografen. Ich beginne gleich mit einer ziemlich persönlichen Frage, die Sie betrifft. Sie haben eigentlich ein ganz untypisches Profil für Atelier 5. Die 5 Partner waren nicht diplomierte oder ETH-diplomierte Architekten. Sie studieren an der ETH und während Ihrem ETH-Studium bereits entdecken Sie offensichtlich Atelier 5 und gehen zu Atelier 5 als Praktikant arbeiten. Also wie kommt man eigentlich als ETH-Student zu Atelier 5? Ich möchte Folgendes sagen. Heute ist ein Studium eigentlich das Normale, wenn man Architekt werden will. So. In der Nachkriegszeit war das nicht ganz so. Sehr viele Architekten in der Schweiz, bekannte Architekten, Ernst Gissel zum Beispiel, Neuenschwander, haben nie studiert. Sehr viele Architekten waren einfach Bauzeichner. Andere Architekten hatten die Technikas absolviert. Das heißt, die Qualität eines Büros damals war nicht die Funktion der Akademiker, die in diesem Büro arbeiten. Jetzt sage ich nicht, das sei schlechter oder besser, spielt eigentlich keine Rolle, aber das war die Situation. Das heißt, wenn man sich entschieden hat, irgendwo hinzugehen oder wenn man das Glück hatte, irgendwo reinrutschen zu können, wenn Sie so wollen, so hatte das mit sehr verschiedenen Dingen zu tun. Ich persönlich hatte einen sehr guten Freund an der ETH,
Der war wiederum ein sehr guter Freund eines der Gründer des Atelier 5 von Fritz Thormann. Und wenn wir damals an der ETH eigentlich ein Praktikum machen mussten, nach der sogenannten künstlerischen Eignungsprüfung, das gab es, wenn man an der ETH war, musste man nach einem Jahr eine künstlerische Eignungsprüfung bestehen, wenn man nicht die bestand, ist man rausgeflogen. Und das hatte nichts mit Architektur zu tun. Das heißt so, es hat natürlich mit Architektur zu tun. Also, aber man musste ein Stillleben malen, man musste eine ganze Serie von Zeichnungen machen, man musste eine Skulptur aus Lehm formen. Und dann wurde entschieden, ob man bleiben konnte oder nicht. Also, anyway, nach dieser künstlerischen Eignungsprüfung sollte man eben ein Praktikum machen. Und über meinen Freund Leo Safier habe ich Fritz Thormann kennengelernt. Oder? Und da habe ich auch erfahren, dass es im Büro in Bern ein Büro gibt, das sich mit neuer Architektur beschäftigt. Weil etwas muss man wissen, dass in der Kriegszeit in der Schweiz, auch in der Schweiz muss ich sagen, die moderne Architektur verpönt war. Man vergisst das Ganze, es gab so etwas, das nannte sich Heimatstil. Das roch ein bisschen nach Blut und Boden, auch in der Schweiz. Landi-Stil, genau. Landi-Stil, ja. Und es gab ein paar wenige Architekten, die da nicht mitgemacht haben. Das war zum Beispiel Witwer in Basel war so einer, Hans Brechbühler in Bern war so einer. Und das Atelier 5, das war eine Gruppe von Leuten, die bei Hans Brechbühler gearbeitet haben. Und das war natürlich für einen jungen Menschen, der damals anfing zu studieren oder sich mit Architektur beschäftigte, vergessen wir mal das Studieren, oder? War das natürlich sehr, sehr faszinierend. Oder? Das war eines der wenigen, man konnte zu Heffel im Mostersteiger gehen, oder? Man konnte eben zum Atelier 5 gehen, das war natürlich ein junges Büro, Heffel im Mostersteiger, das war ein etabliertes Büro, man konnte, Witwer in Basel gab es nicht mehr, dem ist es verleitet und er hat noch einen Milchladen aufgemacht. Es ist also kein Witz, oder? Es gibt ein sehr schönes Schulprojekt von Witwer in Basel, muss man nachschauen. Also, Sie kennen es wahrscheinlich, ja, das mit dieser hängenden Turmplattform dran. Ne? Genau, mit Meier. Genau, ne? Und eben dieser Herr, der hatte keine Arbeit mehr und wurde am Schluss Milchhändler. Und Hans Brechbühler, der hatte eigentlich auch sehr wenig Arbeit. Es gab übrigens in Zürich gab es einen Architekten in Winterthur, der heißt Sigrist. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Namen kennen. Das ist auch einer aus den 30er Jahren, eine ganz prima Nummer. Und Hans Brechbühler hatte kein wenig Arbeit. Und diese modernen Architekten, die hatten einen Titel damals. Der war natürlich aus dem Norden importiert. Sie hießen Kulturbolschewiken. Interessant, oder? Und, aber Brechbühler, der hatte immer Freude an jungen Leuten. Oder? Und sein damaliges technisches Büro, also nicht so, war verheiratet, hatte Kinder, alles. Übrigens nichts gegen Homosexuelle, also bitte. Und sein technisches Büro, das heißt, die Leute bei ihm gearbeitet haben, das waren eben, das sind vier Leute, das waren eben Hostetler, Hesterberg, Pini und Fritz, oder? Und dazu kam noch ein Freund von Pien, der hieß Gerber, und das waren die fünf Leute im Atelier 5. Und mein Interesse war natürlich das Interesse an diesen Leuten, die diese Architektur machten. Und als ich ins Atelier 5 kam, wollte ich eigentlich am Schluss das Studium schmeißen. Sehr einfach, ich meine, es war viel interessanter, dort zu arbeiten, oder? Man lernt auch bedeutend mehr, muss ich sagen. Also wie gesagt, die Zeiten haben sich geändert, also nichts gegen die ETH. Und dann gab es einen guten Freund von mir, das war Niklaus Morgenthaler, das ist der Herr hier, opa, der Größte da, der da. Der hat mir gesagt, Blumer, mach keine Dummheit, mach das verdammte Papier, es hilft dir im Leben. Also, das Minimum an Grund, um an der ETH zu studieren, ist das Papier zu haben. Wobei sich die Sachen natürlich gewaltig geändert haben. Also ich wollte heute würde ich jedem raten, das Studium zu machen. Vielen Dank, vielen Dank. aber trotzdem, Atelier 5 hatte 58 noch nichts gebaut. Nee. Und
Wie kannte man sie? Also wie kommt es, dass sie, also Sie haben jetzt sie verglichen mit Witwe und mit Brechbühler. Es stimmt nicht ganz. 1958 stand bereits das Haus Steinmann. Ja. Das stand an der Strecke zwischen Zürich und Bern. Oder? Und das hatte ich ab und zu gesehen. Das war so, das ist ein bisschen so die Maison Citroën von Corbusier. Und dann habe ich mich gefragt, wer hat das wohl gemacht? Oder? Und 1958 wurde das Haus Alder in Roswist gebaut. Mhm. Und in Bern war die Säftigenstraße schon bereits gebaut worden. Okay. Oder? Ja. Und Flamatt 1 war in der Konstruktion. Also es gab ein paar Sachen, aber das ASL 5 habe ich kennengelernt, eben über meinen Freund Leo Safier. Und dessen Freund war Fritz Thormann, das ist der Herr hier da. Und die beiden haben zusammen vorher bei Häfeli Moser Steiger gearbeitet. So. Und aufgrund der Aussage dieser beiden Freunde dachte ich, bums, das ist das Büro, dort muss ich hin. Und Sie kommen zu Atelier 5 und im Nachhinein spricht man von Atelier 5 als Einheit. Aber es sind, wer waren diese Persönlichkeiten? Also es sind 5 Personen, hatten die verschiedene Kompetenzen oder wie funktioniert das, so eine Bürogemeinschaft? Gegen außen ist es ein Atelier. Und wer machte was damals? Also, jetzt gehen wir mal ganz zu Anfang des Atelier 5. Also, es waren 5 Leute. Die waren am Anfang wirklich 5 Leute. Punkt, Schluss. Dazu kam schon schnell eine Frau, das war Christian Heimgartner. Christian Heimgartner, sie hat die Lehre bei Brechbühler gemacht, oder? Mhm. Und als die 5 sich sozusagen selbstständig machten, haben sie sie mitgenommen, oder? Nach diesen 5 Leuten kamen 2 Leute nachher ins Büro rein. Das ist eben Morgenthaler da und das war Fritz Thormann. Darum sind es hier 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oder? Das ist eigentlich der alte Kern, die kamen bereits nach 3/4 Jahren ins Atelier 5 rein. Und am Anfang waren es diese Leute plus die Christian Heimgartner, oder? Und ich kam dann als Praktikant in diese Gruppe, oder? Und die Leute haben damals an den Projekten gearbeitet, die ich genannt habe, und haben zusammen an Halen gearbeitet. Und zwar war es so, dass damals Pini, ich habe das gesehen da im GTA, im Archiv, der hat noch Werkpläne gezeichnet. Oder? Das heißt, die Leute haben wirklich alles zusammen gemacht. Also das Atelier, die Siedlung Halen wurde von dieser ganzen Gruppe geplant, oder? Und dann auch realisiert. Oder? Das heißt, Sie haben alles vom Anfang bis Ende gemacht oder war einer kompetenter in den Außenbeziehungen? Also man muss also klar sagen, als Kahlen gegründet, da war Pini 22. Oder? Und der älteste Mann, Morgenthaler, der war knapp über 30. Das waren alles sehr junge Leute. Oder? Da gab es noch gar keine Diskussion, wie organisiert man das Büro. Es gab auch keine Stundenlisten, das ist völlig klar. Oder? Es wurden auch keine Rapporte gemacht, nicht. Das war eine Gruppe von befreundeten Leuten. Punkt 2, abgesehen von Morgenthaler und abgesehen von damals Rolf Hesterberg, war noch keiner verheiratet. Man hat zusammen gegessen, getrunken und so weiter. Also das heißt, es gab ein enges gesellschaftliches Leben zwischen diesen Leuten. Das ist noch sehr wichtig. Das waren nicht 5 Leute, die jetzt zufällig zusammenkommen und sagen, ich mache ein Büro, sondern es war im Prinzip eine Gruppe von 5 Freunden. Also die 3 da, Hostetler, Hesterberg und Fritz, die waren am Technikum in Burgdorf bereits zusammen, oder? Mhm. Gerber und Pini, wo ist er da? Die waren zusammen in Biel am Technikum. Oder? Und Fritz da, also Fritz Thormann, der hat bereits sehr früh Pini gekannt, noch aus Bern. Oder? Das war eine richtige Clique. Das heißt, in der Zeit, Größenordnung zwischen 1955 und sagen wir 1960, war das eine Gruppe, die dann immer gewachsen ist. Also ich kam als Praktikant rein, oder? Kurz nach mir kam
Bernhard Stäbler dann rein, oder? Nachher kam Anatole Dufresne, der kam als Bauzeichner rein. Und dann kam der erste Akademiker rein, das war Ralf Gentner, der kam aus Karlsruhe, der hat bei Eiermann studiert. Oder? Aber damals, dann entstand plötzlich ein bisschen ein Unterschied zwischen den Partnern und denen, die nachher kamen. Oder? Nur man muss sagen, Pini selber ist 4 Jahre älter als ich, oder? Das heißt, die Altersunterschiede waren sehr, sehr klein. Es war also so, dass man auch zusammen im gleichen Restaurant gesessen ist, respektive in der gleichen Bar herumgehangen ist. Es war also keine so patronangestellte Situation, aber es war schon so, dass in der Zeit, sagen wir 58, 59, 60, gab es dann Partnersitzungen, das waren eben diese Leute da, und es gab dann die Angestellten. Okay, 2, 3. Ja. Okay. Und Sie hatten, also 4 der 5 Partner haben ja, also mit Ausnahme von Samuel Gerber, haben bei Hans Brechbühler, ein Schüler von Corbusier. Und welche Rolle spielt, also er spielt eine Rolle als Patron zuerst, Hans Brechbühler, aber welche Rolle spielt er ab dem Moment, wo Atelier 5 sich selbstständig macht? Also das Interessante an Brechbühler ist, dass Brechbühler gehörte natürlich kulturell zu einer aufgeschlossenen Gruppe von Leuten in Bern. Das muss man auch klar sagen. Also die Leute, die bei Brechbühler gearbeitet haben, die haben sich über Brechbühler auch in einer gewissen Kultursituation hineingelebt. Oder? Also Namen wie eben Corbusier, wie Fernand Léger oder wie Juan Gris, oder? Die liefen, aber auch Namen wie Bertolt Brecht, oder? Die gehörten alle zur Diskussionssituation im Büro Brechbühler. Oder? Daher gab es in Bern gab es den Galeristen, den Kornfeld, oder? Und daher gab es einen Bildhauer, der hieß Link, oder? Und so weiter. Das waren alles Leute, die um Brechbühler umkreisen, respektive er befand sich in dem Kreis, ergo befanden sich die Leute auch in diesem Kreis. Oder? Mhm. Das heißt, Brechbühler war nicht nur, sagen wir, relevant als Architekt für diese Leute, sondern war relevant als kulturelle Situation. Oder? Was ich außerordentlich wichtig finde, oder? Weil die Architektur hört nicht irgendwie mit dem Bau ein, hört nicht mit dem Bau auf. Oder? Architektur betrifft ja eine ganze Grunddisposition, die jetzt im Speziellen mit dem Bau zu tun hat. Oder? Aber der Architekt hat auch mit dem Maler zu tun, mit dem Musiker zu tun. Oder? Brechbühler war ein ganz komischer Mensch, hat sein Leben lang sich mit Sonnenproblemen beschäftigt. Oder? Sonnenproblemen? Ja. Das war auch so ein Fan von ihm, wenn ihm alles verleidet war. Er wollte unbedingt eine möglichst einfache, das war noch vor dem Computer natürlich, möglichst einfache Art erfinden, wie man eigentlich Sonnenstand einfach berechnen konnte auf den Plänen, respektive Perspektiven und so weiter. Also nur, dass es, man hat das geschafft. Ja, der hat sein Leben lang daran gearbeitet. Es war fürchterlich kompliziert. Hans Brechbühler war überhaupt ein sehr komplizierter Mensch. Das gibt es manchmal so. Es gibt so eine dumme Anekdote. Brechbühler versuchte, dem Büro immer wieder Ordnung zu machen. Also junge Leute, die haben ja, so wie sie sich aufgeführt haben, gab es manchmal durcheinander. Und dann hat er angefangen, eben so Kästchen zu machen, das gehört hierhin und das gehört hierhin und das gehört hierhin. Wie gesagt, alles noch, bevor man das in diese Kiste reinschieben kann, dann kommt die Macht von selber, oder? Da muss man noch das Papier ablegen und so. Oder? Das hat dazu geführt, dass mal die Angestellten dort plötzlich alles angeschrieben haben. Fenster, Türe, Schublade, Boden und so weiter. Worauf Brechbühler fürchterlich betroffen war und für ein paar Tage verschwunden ist und wieder an seinem Sonnenproblem gearbeitet hat. Nachher kam er wieder ins Büro. Aber das zeigt irgendwie das Verhältnis von diesem Mann zu diesen Architekten. Also abgesehen davon, dass er natürlich als Schüler Corbusiers und als Teil der Moderne, oder, sehr viel auch in der Architektur vermittelt hat. Brechbühler war ja nachher Professor in Lausanne. Oder? Ja. Und das, was er vor allem versuchte zu vermitteln, das habe ich übrigens von Pini nachher auch gelernt, oder? Bei Corbusier heißt das Promenade architectural. Oder? Also wenn Sie einen Plan sehen und so weiter, dann gehen ja die Augen, wie wenn Sie selber den Plan hindurchschreiten würden.
Und das muss man sich sehr stark merken. Ein Plan ist nicht ein zweidimensionales Bild, oder? Das ist der große Quatsch, der in der letzten Zeit stark entstanden ist, oder? Ein schöner Plan ist ein Plan, der grafisch schön aussieht. Das ist natürlich großer Quatsch, oder? Also was interessant ist, was ist die räumliche Abfolge sichtbar an zwei Dokumenten? Das ist der Plan und der Schnitt. Das sind die zwei einzigen wichtigen Dokumente. Die Fassade kann man grundsätzlich vergessen. Das wird jetzt allen diesen Herren da gesagt. Ja. Aller Rigor entsteht sie von selber. Stimmt natürlich nicht, das weiß ich und so weiter. Ich habe selber gearbeitet als Professor. Aber grundsätzlich, und bei Brechbühler, das Interessante war es, man hat gelernt, mit den Augen über die Pläne den Raum zu erleben. Und wenn man sagt, der Reit ist ein Künstler des Planes, des fließenden Planes, so ist Corbusier ein Künstler des Schnittes. Und solche Dinge hat Brechbühler vermittelt. Und die wurden nachher auch von seinen sozusagen Schülern weiter vermittelt. Und bei Brechbühler beginnen Sie zu arbeiten oder kriegen Sie die ersten Aufträge? Atelier 5. Das verstehe ich. Also ich verstehe ersten, ideell, aber ökonomisch verstehe ich die Situation nicht ganz. Also was passiert, wie es genau ging, ist so, eben Brechbühler hatte wenig zu tun. Und da fingen die vier miteinander an, Wettbewerbe zu zeichnen, weil sie einfach keine Arbeit hatten. Das durften sie aber während der Arbeitszeit nicht machen. Das heißt, während der Arbeitszeit, dann hat man eben Sachen eingeordnet und so. Der Brechbühler hat immer so Kleinigkeiten zu machen, das Rotkreuz wurde damals gebaut und so. Aber sobald die Arbeitszeit vorbei war, fingen sie an, Wettbewerbe zu zeichnen. Oder? Und das Lustige war, dass Hans Brechbühler, der kam dann jeweils irgendwann um 10 Uhr nachts vorbei und hat ihnen ein paar Sandwich mitgebracht und so weiter. Auf der einen Seite war er absolut begeistert über seine Leute, aber das passiert ja nicht während der Arbeitszeit. So, das ist so eine ganz typische Brechbühler-Geschichte. Und da sind sie zufälligerweise sind sie auf die Lichtung der Halensiedlung getroffen. Oder? Das war einfach ein Terrain im Wald ausgespart. Oder? Und die wollten immer etwas für sich machen. Oder? Und die erste Vorstellung war eigentlich dort, Projekte machen für eigene Häuser. Oder? Aber das war doch zu blöd. Oder? Ich meine, das ist eine wunderschöne Lichtung, da macht man nicht einfach 5 Häuschen rein oder 4 Häuschen rein. Oder? Und so ist eigentlich die Halensiedlung als Nebenarbeit während der Arbeit bei Brechbühler entstanden, als Idee. Oder? Okay. Oder? Um das weiterzumachen, als sie sich selbstständig machten, war das eigentlich das tragende Projekt. Sie hatten dann aber das Glück, dass der Opa, jetzt wenn die Herren zurückgehen schnell, ja. Das ist noch wichtig. Hans Hostetler stammt aus einer Bauunternehmerfamilie. Es gibt heute noch Hostetler und Betzola, das war ein bekanntes Bauunternehmenbüro in Bern. Oder? Das heißt, er hatte, ich weiß nicht, sein Onkel und so weiter, den Auftrag mitgebracht, die Säftigenstraße zu bauen. Okay. Ja. Und Rolf Hesterberg, der da, der hat eine Bauerntochter geheiratet aus Flamatt. Und die Bauerntochter aus Flamatt, da gehörte das Terrain, wo Flamatt 1 draufsteht. Und außerdem hatte die eine gute Beziehung zu einer Fabrik, die hieß Queller. Queller, das war wie die Hassler, das war so eine Elektronikfabrik. Die haben vor allem haben sie Hörgeräte gemacht, Telefone gemacht und so weiter. Oder? Und die musste vergrößert werden und das Terrain, auf der die Vergrößerung stattfinden wollte, gehörte der Frau von Rolf. Voilà. Oder? Und so kamen eigentlich die ersten Aufträge zustande. Im Büro Brechbühler? Nein, gerade als sie anfingen, sich selbstständig zu machen. Okay. Das heißt, als sie anfingen, sich selbstständig zu machen, haben sie sich praktisch keine Löhne gezahlt. Ich kann noch eine Sache sagen. Oder? Der Herr da, Erwin Fritz, der da, weil es ganz, ganz knapp war mit dem Geld, oder? Hat er sich sozusagen als Söldner in einem anderen Büro verdingt, hat den Lohn, den er dort verdiente, ins Büro gebracht und daraus den Lohn, der ihm zustand, aus der Gruppe Atelier 5 rausgezogen. Dasselbe hat der Herr da auch gemacht, da, Hostetler. Also diese Struktur, dass man Aufträge von außen ins Büro bringt oder Löhne, die man
außerhalb des Büros verdient, in die Bürokasse einzahlt, die entsteht von Anfang an. Nachher war das sowieso so. Also wie gesagt, als ich jetzt Ende letztes Jahrhundert sozusagen in Lausanne Professor war, da ging mein Professorenlohn in die Kasse des Atelier 5 und ich kriegte den eindeutig niedrigeren Lohn des Atelier 5 zurückgezahlt. So. Das war immer so. Alles, was verdient, geht ins Büro. Punkt, Schluss und wird von dort aus getan. Wir werden nochmal auf das zurückkommen. Noch zu Ihnen zurück. Praktikum bei Atelier 5. Nach dem Diplom kommen Sie wieder zu Atelier 5. Und dann 1965 gehen Sie nach Chicago. Wie kommt man nach Chicago von Bern? Einfach Zufälle. Hm? Wie gesagt, als ich das Diplom fertig hatte, fragte man sich, was macht man dann? Oder? Also wie gesagt, ich wollte eigentlich ins Atelier 5 zurück, aber da habe ich gesagt, wenn ich jetzt ins Atelier 5 zurückgehe, dann bleibe ich hängen. Und im Grunde genommen muss man weg. Also ich würde jedem von Ihnen raten, fangen Sie nicht bereits mit 23, 24 Jahren an, Ihre Karriere zu planen. Vergessen Sie das. Machen Sie fertig und dann fort. Egal wohin, von meinetwegen nach China, Thailand, Afrika, Wurst. Oder? Und das finde ich auch so zufällig, ich hatte einen sehr guten Freund und der hatte wiederum einen guten Freund und der hatte einen Onkel und der suchte jemanden für ein Projekt in Sperlonga, das ist eine Ortschaft südlich von Rom. Da bin ich nach Rom gegangen und habe mit einem Freund, der hieß Franco Beltrevetti, war Architekt, hat auch hier in Zürich studiert. Hat gleichzeitig Gedichte geschrieben, hat nachher die Architektur sozusagen aufgegeben, hat er ist jetzt gestorben, schon vor etwa 10 Jahren, hat sein Leben lang als Dichter gelebt, das ist ziemlich hart, oder? Es waren keine Romane geschrieben, sondern nur Gedichte, oder? Eben, und mit dem habe ich in Rom ein Jahr lang zusammengearbeitet an diesem Projekt von Sperlonga, das nachher nicht reüssierte, bin dann zurück ins Atelier 5 für eine kurze Zeit, oder? Und habe dann entschlossen, ich gehe jetzt in den Norden, bin nachher nach Finnland, habe ein Jahr lang in Finnland gearbeitet, dort einen Freund getroffen. Es sind immer so Zufälle, die passieren. Dieser Freund hat gefragt, willst du Professor werden in Amerika? So. Und wie gesagt, ich war 29 und ich kann Ihnen sagen, in diesem Alter kann man alles. Spielt keine Rolle. Man kann grundsätzlich alles. Also bis 35 kann man alles. Nachher muss man sich ein bisschen überlegen. Also, und da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Oder? Und der hatte 2 Angebote, Amerika konnte nur eins annehmen. Und ich landete dann in Athens, Ohio. Das ist eine kleine Ortschaft in den Alleghenies. Und als ich dort war, telefoniert mir Niklas Morgenthaler, eben einer der ursprünglichen Leute aus dem Atelier 5, der damals Professor war in Chicago. Warum kommst du nicht nach Chicago? Ich habe hier ein Büro. Du kannst bei uns im Büro arbeiten, du kriegst eine Professur, oder? Und dann bin ich in Chicago gelandet. Und da war ich 5 Jahre lang dort Professor. Und was Sie hier sehen, das sind 2 Bauten, die wir dort gemacht haben. Das ist ein Kloster. Das ist ein Monastery of the Poor Clares in Chicago. Und das ist eine Fabrik, oder? Da. Das ist alles 1967 bis 71. Und Sie haben jetzt Stahlbau angefangen zu bauen. Das heißt, was man in Chicago lernt, also das ist ja sehr interessant. Chicago sind ja die besten Ingenieure, die es auf der Welt gibt. Oder? Weil, da muss man auch wieder ein bisschen die Geschichte kennen. Chicago ist entstanden, weil wenn man vom St. Lorenz-Strom die großen Seen runterkommt, oder? Dann gibt es eine Strecke Größenordnung von 15 Kilometern, dann ist man im System von Mississippi. Das heißt, man kann mit dem Schiff alles runtertransportieren bis Chicago, dann muss man eine kurze Strecke schleppen und dann muss man im Mississippi-System und kommt runter bis New Orleans. Oder? Und es ging damals um die Baumwolle aus dem Süden von Amerika zur industriellen Produktion in England. Oder? Und wenn man unten rumfuhr, dann musste man über die Kabirik fahren
Und da saßen alle diese bösen Piraten und so weiter und nachher Stürme. Und das war also viel gefährlicher und viel, wie sagt man, auch länger. Und das war ein absolut abgekürzter Weg. Und dann haben die ja zwischen dem Lake Michigan und dem, über den Chicago River und dem Illinois River, der nachher in den Mississippi fließt, haben die einen Kanal durchgebaut. Also, das war 1860 ungefähr, kam der Durchstich dort. Und da konnte man hat eigentlich eine durchgehende Wasserstraße von Manchester bis nach New Orleans. Und an diesem Punkt, wo eben die beiden Wassersysteme zusammenkommen, dort entstand die Stadt Chicago. Oder? Und die Stadt Chicago, ich komme jetzt auf die Ingenieur zu sprechen, das war ein riesiger Sumpf. Das heißt, der Boden ist eigentlich Sumpf und Sand. Also dort zu bauen, ist außerordentlich schwierig. Oder? Es sind zwei ingenieurmäßige technische Elemente erfunden worden in Chicago. Das eine ist der sogenannte Kessel. Das ist, wenn man die Fundationen unter Wasser baut. Und das zweite ist der Sandpfahl. Also man bohrt ein Loch und man baut den, man braucht nicht einen Stahlpfahl, sondern man baut die Pfählen aus Sand auf. Das waren die zwei großen Erfindungen, die in Chicago gemacht wurden. Die erlaubten dann, die Stadt im Prinzip sich zu entwickeln. Die Stadt brannte dann ab, ich habe die Geschichte jetzt bald fertig, oder? Und dann wurde das sogenannte Balloon Frame Construction in Chicago erfunden. Oder? Das ist das amerikanische System, das sind 2x4s, also das sind 5x12 cm Pfosten, oder? Und die werden ja zusammengenagelt und Außenbretter, Innenbretter und wird aufgestellt. Oder? Das ist jetzt, wie man heute den Holzbau macht. Also bei uns baut man ja das Holz immer noch normal mit einem Pfeiler und mit einem Balken drüber und Sparren und Fetten und so weiter. Und in Chicago hat man angefangen, einfach mit fertigen Wänden zu bauen. Oder? Und das erlaubte die Stadt sehr schnell nach dem Brand wieder aufzubauen. Oder? Und das andere, was nachher aus Chicago kam, das waren natürlich die Hochhäuser. Das heißt, der Wolkenkratzer wurde nicht in New York erfunden, der wurde in Chicago erfunden. Oder? Und das sind alles sehr technische Dinge. Das heißt, die Universität, an der ich dort lehrte, das war die Illinois University, Chicago Circle Campus, oder? Die hatte ausgezeichnete Ingenieure. Oder? Und man baute natürlich dort entweder mit Holz, mit Brettern praktisch, oder alle anderen Bauten, das ging einfach mit Stahl. Und Sie hatten vorher mit Atelier 5 vor allem Beton? Mit Beton gebaut, ja. Wobei das Material ist unschuldig. Oder? Ich habe irgendwann mal einen Artikel geschrieben, ich weiß nicht, der ist ein paar Mal publiziert worden. Karl Josef Schattner, den Namen muss man sich auch merken. Es gibt so Namen, die man sich merken. Scarpa muss man sich merken, Schattner muss man sich merken. Das sind so sehr wichtige europäische Architekten, die sich vor allem mit historischen Bauten beschäftigen. Schattner hat mal gesagt, das Material ist unschuldig. Oder? Man kann x Materialien brauchen, das ist egal welches. Man muss sie nur beherrschen. Oder es gibt Künstler des Stahls, oder Konrad Wachsmann ist einer, oder Mies van der Rohe ist einer und so weiter. Es gibt Künstler des Backsteins, Alvar Aalto ist einer, oder es gibt Künstler des Betons, oder das Corbusier ist einer, oder man muss einfach und man kann nicht einfach von einem Tag von einem Material zum anderen springen, weil es gibt eine ganz große Logik im Material selber. In Stahl baut man nicht wie in Holz und sonst sieht man es eben, dann ist eben kein Stahlbau, sondern ein Holzbau. Und ein Beton baut man nicht wie ein Backstein. Also heute macht man sowieso alles, aber das ist Wurst. Also, da bin ich noch ein alter Dinosaurier. Und warum kommen Sie zurück nach Bern? Bern, das war 71. Warum? Ach, das war sehr einfach. Also, das ist auch wieder, sehen Sie, das sind alles so Zufälligkeiten im Leben. Also, ich selber bin in Warschau geboren. Also, ja, po polsku rozmawiam, nie wiem, czy to ktoś tu siedzi, kto rozmawia po polsku. Hast du Paruski gewählt? Auch Nein. Nicht. Also, ich spielt keine Rolle. Also, aber anyway, das hat mit dem zu tun. Ich war also für die Amerikaner war ich auf der polnischen Quote. Das heißt, ich kriegte gar keine Einreiseerlaubnis in die Vereinigten Staaten. Weil die polnische Quote war überfüllt. Man hatte ja für jedes Jahr hatte man eine bestimmte Anzahl von Leuten, die rüberkommen konnten. Oder? Also musste ich eine Spezialbewilligung haben. Oder? Und ich hatte ein sogenanntes J-1-Visa. Ein J-1-Visa, das sind Visa, die erteilt werden an Leute, die akademisch sich betätigen in den Vereinigten Staaten. Das gilt für 2 Jahre.
kann verlängert werden noch einmal für ein Jahr und dann muss man raus. Das heißt, ich hätte eigentlich theoretisch bereits, ich kam 67 in Amerika, 1970 raus müssen. Oder? Und um das nicht zu machen, oder, kann man Spezialbewilligung kriegen. Oder? Das ist ein sogenannter Bill im Kongress. Oder? Das ist, ich will jetzt nicht mehr einzeln nicht sagen, aber da kann man nicht aus den Vereinigten Staaten ausreisen. Das heißt, ich werde nicht rausgeschmissen, aber ich werde nicht mehr reingelassen. Das heißt, wenn ich in die Ferien fahren würde nach Kanada, könnte ich nicht mehr zurück. Also saß ich irgendwie in einem Käfig in Amerika. Und da haben die von Bern mir geschrieben, willst du nicht mal, du, wir brauchen einen, wir machen noch das, ich will nicht mal rüberkommen. Oder? Und am Anfang dachte ich, ich ginge dann in die Schweiz und würde nachher wieder nach Amerika zurückfahren. Oder? Aber dann, unterdessen war ich verheiratet, unterdessen hatte ich zwei Kinder und dann mussten die Kinder in die Schule gehen und so weiter. Also dann, wie gesagt, nach 35 wird es ein bisschen komplizierter mit den Beweglichkeit. Oder? Und so bin ich nach in der Schweiz geblieben. Und Sie kommen zu Atelier 5 und diese Struktur aus 5 Partnern, die sehr lose war, und ist dann 1971 zu einer bereits sehr durchgedachten Struktur geworden. Das ist richtig. Ich meine, es sind zwei Dinge passiert. Der erste Schub kam mit der Siedlung Halen. Das war also die große Beschäftigung, das Büro war ziemlich groß. Also das kann man sich heute kaum vorstellen. Um Halen zu bauen, braucht es etwa 16 Leute. Ja? Aber wie gesagt, man zeichnete die Pläne noch von Hand. Oder? Und noch mit der Eckkehre so und mit dem Dreieck. Oder? Nicht mal mit den Zeichnungstischen. Oder? Ich hatte jemand schon mal so mit Eckkehre und auf dem Reißbrett gezeichnet. Oder? No, anyway, es ist eine gute Übung. Das sollte man ab und zu mal probieren. Also, nach Halen gab es im Grunde genommen einen Stopp. Das Büro hat viel weniger gebaut. Es reduzierte sich praktisch auf die ursprünglichen Angestellten und die ursprünglichen Partner. Oder? Und dann gab es einen Sprung. Und der Sprung kam über Aufträge in Deutschland. Oder? Das waren zwei große Aufträge. Das eine war die Mensa in Stuttgart und das waren die Studentenheime in Stuttgart. Oder? Und aus denen entwickelte sich eine ganze Reihe von neuen Aufträgen, das heißt, das Büro ist gewachsen und dann passiert eine zweite Sache. Es wurde eine Abteilung für Ortsregionalplanung und Städtebau gegründet. Oder? Innerhalb des Büros? Innerhalb des Büros und in der Schweiz wurde damals das neue Raumplanungsgesetz wurde dann durchgesetzt und sämtliche Gemeinden und Städte wurden gezwungen, Pläne auszuarbeiten. Oder? Das gab einen riesigen Bedarf nach städtebaulichen Arbeiten. Oder? Und das Büro fing dann gewaltig anzuwachsen. Also 1973 hatte das Büro bereits 70 Leute. 70 Leute? Ja, muss ich das vorstellen. Das ging also, das war eine Exponentialkurve, die losging. Oder? Und in dem Moment kommt man natürlich mit einem unstrukturierten System nicht durch. Oder? Dann muss man gezwungenerweise, weil immerhin ein Büro mit 70 Leuten, das können Sie jetzt multiplizieren mit irgendeiner Lohnsumme und davon machen Sie mal zwei, dann haben Sie einen Umsatz so eines Büros. Oder? Da muss man schauen, dass das Geld reinkommt, dass die Rechnungen gestellt werden und so weiter. Also wir sitzen dann plötzlich nicht nur in einem Architekturbüro, wir sitzen nicht nur in einem Realisierungsbüro, weil damals gab es den Generalunternehmer noch nicht, vergessen wir das nicht. Also 1971 gab es in der Schweiz, also in Genf und gab es bereits, also in der Romandie, oder? Aber in der deutschen Schweiz gab es praktisch keine Generalunternehmer. Das heißt, der Architekt machte alles von Anfang an bis zum Schluss, bis zur Abrechnung, oder? Das heißt, die sogenannte Entwurfsarbeit des Architekten, die war irgendwo knapp bei 15% seiner Tätigkeit. Oder? Weil gleichzeitig muss man natürlich auch den Aufträgen nachrennen. Oder? Das heißt, die Akquisition, weil wenn Sie 70 Leute haben, die müssen gefüttert werden. Ja? Sie können nicht einfach die 70 Leute jetzt haben und wenn dann die Arbeit ausgeht, dann kündige ich einfach allen. Das war dann beim Atelier 5 gab es dann noch schwieriger, weil bei uns Büro auch schon zu dieser Zeit gab es eine Probezeit und wenn einer jetzt ein Jahr im Büro war, dann war er praktisch drin. Also dann wurde er nicht ausgeschmissen, aber man musste einfach die Leute futtern und für das musste man eine relativ komplexe Organisation aufbauen, die aber bürointern aufgebaut wurde. Oder? Es gab also keine
außerhalb Büroverwaltung. Aber die Partner und bereits nachher kurz gab es dann die ersten neuen Partner, die reinkamen, oder? Die übernehmen dann Funktionen. Also es gab Partner, die waren verantwortlich für die Finanzen, es gab Partner, die waren verantwortlich für die sogenannte Arbeitsverteilung, das heißt, wer macht mit wem was, oder? Es gab Partner, die waren verantwortlich für die ganzen Kontakte gegen außen, also es gab einen Propagandaminister, es gab einen Außenminister, es gibt Partner, die waren hauptsächlich verantwortlich für Akquisitionen und so weiter. Oder? Und das alles musste intern organisiert werden. Und wie stellt man sich denn den Alltag vor? Bei einem Projekt. Also ein Projekt kommt rein, wie ging das? Das Wichtige war ja nicht die administrative Organisation. Das ist ein Foto der Mühe, muss man das machen, weil man muss sich auch ökonomisch behaupten gegenüber allem, was außerhalb des Büros passiert. Also, was wichtig ist, wie wird gearbeitet. Oder? In einer solchen Größenorganisation gibt es natürlich verschiedene Aufträge, die laufen. Und die Aufträge, die haben natürlich verschiedene Größen. Also Mensa Stuttgart, die hatten praktisch ein eigenes Büro, das waren auch etwa 12 Leute, die konstant über 3 Jahre dort arbeiteten. Daher gab es kleinere Aufträge, mittlere Aufträge und so weiter. Grundsätzlich passierte Folgendes. Wenn man einen Auftrag erhielt, sei es nun über einen Wettbewerb oder sei es nun durch direkte Beziehungen, oder, dann übernahm die Gruppe Arbeitsverteilungen, das waren immer mindestens 2 Partner zusammen, oder? Die übernahmen die Aufgabe, diese Arbeit zuzuteilen. Und zwar, also nehmen wir an, es kommen 3 Aufträge und es gibt einen Herr A und einen Herr B. Der Herr A und Herr B, die machen Vorschläge, den Auftrag A, den übernimmt Nummer 7 plus Nummer 8 plus Nummer 12, einfach damit ich keine Namen nenne. Und den Auftrag B übernimmt Nummer 33, 22 und so weiter. Und dann wird in der Partnersitzung darüber diskutiert. Ist man damit einverstanden, ja oder nein? In der Regel ist man damit einverstanden, weil die Leute, die Arbeitsverteilung machen, die müssen A, wissen, wer ist wie belastet, oder? Wo entsteht freie Zeit, oder? Und dann müssen sie wissen, gut, für diese Aufgabe muss ich vielleicht jemanden haben, der technisch sehr versiert ist, oder? Und für diese Aufgabe muss ich vielleicht jemanden haben, der vom Städtebau etwas versteht und so weiter, oder? Das heißt, dann setzt man die Gruppen immer zusammen. Das heißt, es wurden die verschiedenen Partner und die verschiedenen Angestellten haben immer in verschiedenen Konstellationen zusammengearbeitet. Was auch wieder sehr wichtig ist, oder? Weil dann entsteht nicht einfach so Klüngel. Das Problem zum Beispiel mit dem sogenannten Mensa-Büro war, dass die anfingen zu entwickeln, sozusagen ein eigenes, weil sie ein großes Büro waren, an einer Aufgabe saßen über lange Zeit, oder? Ist man plötzlich sozusagen in einem Kokon drin und unterscheidet sich gegenüber den anderen. Es gibt also die Tendenz, sich selber zu isolieren und dadurch natürlich auch selber eine Machtposition zu entwickeln. Das sind so Mechanismen, also die Psychologen, die kennen sich da bestens aus in so Dingen. Also gut, also die Arbeitsverteilung wurde gemacht und was wichtig war, man durfte keine Arbeit ablehnen. Also wenn ich jetzt Blumer, du machst zusammen mit dem Ralf und zusammen mit dem Fritz und zusammen mit dem Hans machst du jetzt, also damals ein Beispiel zum Beispiel, die Erweiterung für den Tierpark in Bern. So. Dann kann ich nicht anfangen zu schreien, um Gottes Willen, die Tierchen, die interessieren mich doch gar nicht. Fertig, Schluss, das war es dann. Also, dann macht man das. Außer? Und dann arbeitet, ja, außer, gut, das ist wichtig. Zwei Dinge, die man weigern konnte. Man konnte sich weigern, eine Kirche zu machen und man konnte sich weigern, fürs Militär zu bauen. Womit meine Position auch klar ist. Ja, das ist nämlich die nächste Frage. Wie war eigentlich Atelier 5 politisch? Oder wie war das eine Frage? Oder hat man Politik über Architektur und Aufträge gemacht? Weil es ist offensichtlich nicht nur eine neutrale Struktur, um einfach zu bauen, sondern es ist eine ganz spezifische Art, auch gesellschaftliche Art, sich zu organisieren. Da kann man vielleicht 2 Dinge sagen.
Interessant ist ja, wie wurde Martelly 5 entlöhnt? Mhm. Oder? Weil Politik geschieht ja über Zuteilung von Geld. Die Geschichte ist eine Geschichte der Klassenkämpfe. Das ist mein Großvater, der das gesagt hatte. Nicht ganz, das hieß KM. Und man weiß, wer KM war. Okay? Also, darum ist ja interessant, wie verteilt man die Möglichkeiten innerhalb einer Gruppe? Das Interessante war, im Atelier 5 gab es eine Lohnkurve. Die Lohnkurve galt sowohl für die Partner wie auch für die Angestellten. Die wurden auf der gleichen Lohnkurve entlöhnt. Die Lohnkurve, die hat eine lustige Form. Nehmen wir an, ich fange an mit 20 Jahren. Also die Lehrlinge, das war eine Sache für sich immer. 20 Jahren. Dann war die Lohnkurve war relativ flach, stieg an. Etwa bis 26 Jahre. Dann fing sie an, recht steil raufzugehen. Etwa bis 35, oder? Dann flachte sich wieder ab, oder? Und mit 50 wurde sie horizontal. Sehr einfach, oder? Das heißt, als Jung kann man sich so einigermaßen durchmischen. Nachher kommen die Schwierigkeiten, oder? Dann kommt die Familie, bla bla bla. Dann gab es natürlich Proteste, haben sie gesagt, ja, aber der hat ja keine Familie, warum muss er mitverdienen? Worauf der gesagt hat, hey, meine Mätresse kostet mindestens so viel wie deine Familie. Und nachher, wie gesagt, man hat immer gesagt, irgendwann müsste die Lohnkurve ja wirklich sinken, oder? Weil irgendwann wird man ja langsam blöd, oder? Das hat man nicht gemacht, die wird nach horizontal, oder? Und diese Lohnkurve ist überlagert gewesen mit drei Stufen, eine Stufe A, B, C. Und das ist eine Anfänger-, mittlere Erfahrung im Büro und große Erfahrung im Büro, oder? Und dieser Unterschied, der bewegte sich, ich glaube, ich etwa bei jeweils 150 oder 200 Franken, oder? Es war also sehr flach. Sehr, sehr, sehr wenig eigentlich. Und das galt, ich wiederhole nochmal, sowohl für die Partner wie für die Angestellten, oder? Jetzt, weil die Partner ein bisschen älter waren, haben sie natürlich mehr verdient. Aber es gab Angestellte, die älter waren, die haben genau gleich verdient wie die Partner. Ja? So, wenn Sie fragen, wo steht man politisch, so liefere ich Ihnen natürlich eine absolut anarchische Kurve. Es hat also, wie gesagt, mal kamen Chinesen ins Büro und die haben gesagt, sowas haben wir nicht mal bei uns erreicht. Ging nur, wenn alle Leute damit einverstanden sind. Damit ging eine zweite Sache. Das Atelier 5 unterschreibt nicht. Es weiß niemand, wer hinter welchen Projekten Atelier 5 steckt. Also Musik hat ein bisschen durch, oder? Aber es wird nicht unterschrieben, Mensa Stuttgart, Partner X, Partner Y. Bei den Wettbewerben, nach einer gewissen Zeit, am Anfang war das nicht so, werden die Mitarbeiter nicht genannt. Genannt ist das Atelier 5. Das ist wie im Mittelalter die Bauhütte. Sehr einfach. Wenn Sie das nicht machen, oder, gibt es in einer Gruppe Schwierigkeiten, weil natürlich sind die Fähigkeiten verschieden verteilt. Natürlich gibt es Leute, die, sagen wir, eine größere Fähigkeit haben, räumliche Dinge zu erfinden, oder? Aber natürlich gibt es Leute, die viel besser organisieren können. Es gibt Leute, die technisch sehr gut sind. Wir hatten wunderbare Detailspezialisten. Also einer ist gestorben, dann kann ich sagen, das ist der Denis Roy gewesen. Absolut genial. Oder? Aber wenn ich jetzt wie normalerweise den Entwurfsarchitekten und den Ausführungsarchitekten anders behandle, welchen Grund hat denn der Ausführungsarchitekt, sich mit dem Kollektiv zu identifizieren? Weil alle sind gleich wichtig. So. Also wenn Sie wollen, ist das natürlich politisch, jetzt wenn wir jetzt sagen, wir rein politisch jetzt sprechen, gehört das in den linken Bereich des Denkens. Das ist klar. Das grundsätzlich solidarisches Denken. Auf der einen Seite, oder? Das ist der Respekt für den anderen und so weiter. Das ist also, sagen wir, alles, das ist gegen die Ich-AG gedacht.
Es ist nicht einfach, das durchzuhalten. Manchmal steckt es ein. Aber wenn Sie es nicht machen, kriegen Sie diese Kohärenz nicht zusammen. Jetzt muss ich sofort was sagen. Ganz stimmt das auch so nicht. Das muss man so korrekt sagen. Weil das Geld, das nicht verteilt wurde, eben wenn Sie ein Unternehmen führen, müssen Sie eine gewisse Basis haben, um das jeweils stabilisieren zu können. Oder? Das Geld, das nicht verteilt wurde, gehörte den Partnern. Ich spreche jetzt vom Lohn. Aber die konnten auf das Geld nicht greifen, außer sie wurden pensioniert oder traten aus irgendeinem Grund aus. Oder? Gleichzeitig, bis in die Ende der 70er Jahre, war das Atelier 5 eine einfache Gesellschaft. Das heißt, wenn das Büro pleite gegangen wäre, hätte ich mein eigenes Haus verloren. Wir hafteten mit dem ganzen persönlichen Vermögen fürs Büro. Bis wann? 75? Der größte bis in die 80er Jahre. 80er Jahre. Dann wurde es in eine AG umgewandelt, oder? Es wurde, wir müssen das in die Details gehen, es wurde dann doch zu schwierig, oder? Weil das ist also wirklich so, diese Risiko, die kann man laufen, wenn man relativ jung ist, wenn man relativ einfach sich wieder organisieren kann und so weiter, oder? Aber auf einem gewissen Moment, wenn einer drei Kinder, vier Kinder hat und so weiter, und so weiter. Aber immerhin, also bis dann hat man das in dem Sinn durchgestanden. Oder? Und das hat natürlich eine große Kohärenz im Büro produziert. Und woher kam der Name Atelier? Das ist, das Atelier des Bâtisseurs? Oder? Nee, das war einfach. Les Cinq, aha, okay. Als ich nach Bern kam, sprach man im Atelier 5 Französisch. Aha, gut. Das war natürlich für einen Zürcher eine Katastrophe, oder? Weil irgendwo nordöstlich von Olten spricht ja niemand mehr Französisch. Oder? Die einzige ungenügende Note in meiner Matura war Französisch. Eben. Und also l'atelier, c'est l'atelier, c'est on parle français. Très bien. On parle français. Es gibt eine Reihe von Brüchen in der Geschichte von Atelier 5. Also die eine ist offensichtlich hier in den 60er Jahren, wo eine Reihe von neuen Partnern reinkommen. 1969 wird, wie Sie gesagt haben, eine Planungsabteilung hineingeführt. Und 1975, lese ich hier, wird das Grundkapital, wird die einfache Gesellschaft, die Aktiengesellschaft. Was passiert hier genau? Also, schauen Sie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diese 7 Leute, die waren im Büro bereits hier. Das war eigentlich der ursprüngliche Schub der Angestellten des Atelier 5. Die Partner werden. Die werden Partner, ja. Weil die waren also, wie gesagt, Ralf Gentner ist genau gleich alt wie Alfredo Pini. Das heißt, und sie waren auch sehr dicke Freunde. Das war die Leute, die hingen sehr stark zusammen. Es wurde ganz komisch, als nach Halen ist ja 62 fertig, das ist also etwa da, oder? Nach Halen bricht ja nachher die Auftragssituation zusammen. Mhm. Und das Büro wird praktisch reduziert auf diese Gruppe da. Also ich war damals noch in Amerika, aber auf diese Gruppe wird es reduziert. Oder? Und dann war es komisch, dass die Hälfte oder zwei Drittel des Büros sitzen in der Partnersitzung und die anderen nicht. Und kaum ist die Partnersitzung fertig, sitzen alle im gleichen Restaurant. Oder? Und man schwatzt eigentlich weiter über das, was man in der Partnersitzung geschwatzt hat. Oder? Und da kam aus dieser Gruppe raus, und das war Frau Hirt mit Tony Roy, dieser, kam ein Druck auf die alten Partner, hey, hört doch mal auf, jetzt machen wir doch aus dem ganzen Zeug wieder ein neues Atelier 5. Oder? Und dann wurde beschlossen, alle die Leute hier aufzunehmen. Und zwar war das eine 0-zu-0-Aufnahme. Die alten Partner nahmen ihr Vermögen und teilten es einfach unter alle nochmal auf. Also nochmal sich mal überlegen, was man politisch macht. Das wurde einfach, zack, ja, man glaubt es kaum, aber es ist effektiv so gelaufen. Oder? Es geht heute vielleicht nicht und so weiter. Und nachher, das war dann der nächste Partnerschub. Die Leute da, alle die kamen in dieser Zeit jetzt rein. Als die Aufträge wieder
wieder anzogen, oder, gab es einen nächsten Schub von Leuten, das waren wieder die Angestellten sozusagen da, oder? Und nach einer gewissen Zeit, oder, war es auch ein bisschen blöd, die Angestellten, mit denen man hier immer zusammenarbeitete, oder? Mhm. Die praktisch in ihrer Arbeit, weil neben denen gab es dann noch viele andere, aber das waren die Grundangestellten, die eigentlich da schon reinkamen, oder? Die wurden wiederum en bloc aufgenommen. Oder? Dort wurde es komplizierter. Jetzt ging es schon um viel, viel mehr Geld. Jetzt, wie wurden die aufgenommen? Die mussten nichts zahlen, um aufgenommen zu werden. Die wurden von einem Tag zum anderen Partner, wie alle anderen, wurden gleich entlöhnt, wie alle anderen. Oder? Aber sie zahlten sozusagen ihren Anteil, den sie von denen hier übernommen hatten, zahlten sie über ihren Anteil am Gewinn aus. Also das heißt, man macht ja über einen Auftrag einen gewissen Gewinn, oder? Der wird zuerst allen den Leuten verteilt und dann wird denen der Gewinn sozusagen weggenommen und wird denen hier wieder zurückgezahlt. Oder? Und das ging Größenordnung 3 Jahre, da waren sie wieder völlig gefangen. Also innerhalb von 3 Jahren haben sie eigentlich das ganze Zeug angearbeitet. In dieser Zeit gibt es aber auch einen inhaltlichen Bruch, würde ich sagen. Das, oder zumindest Alfredo Bini sagt das, dass das Haus Citron noch das letzte corbusianische Haus gewesen sei und dieses das erste nicht corbusianische. Bini sagt das. Ja. Schwierig zu sagen. Ne? Also ist ja egal, aber offensichtlich wird diskutiert um 1965, was jetzt nun die Referenz oder wie man weitergeht. Also 2 Dinge zu sagen. Erstens, die Rolle Corbusiers im Atelier 5, das war zuerst mal, man hat etwas gerne. Hey, der macht einem wirklich Spaß. Ne? Und da hat mir schon Alfred Roth mal vor 50 Jahren schon beinahe, nicht 40 Jahren, gesagt, hör mal, wenn schon kopiert, dann kopiert einen Meister und nicht die drittklassige Kopie in der Architekturzeitschrift. Also, Corbusier, das war eine Referenz und was wichtig war, man muss sich vorstellen, als Hallen geplant wurde von diesen 5 Architekten, war das eine Operation damals von etwa 15 Millionen. Das würde heute entsprechen einer Operation von Größenordnung 60 Millionen. Oder? Machen 5 Leute, die alle sehr jung sind, sie müssen Produktionsverträge einhalten, sie müssen Göhner, der das Geld gegeben hat, um das Zeug zu realisieren, das Geld schulden sie ihm, das müssen sie ihm A zurückzahlen und B müssen sie Termin einhalten. Ne? Ergo kann man sich nicht erlauben, auf Ego zu machen. Wenn Sie sich vorstellen, es waren 5 Architekten und jeder hätte ein bisschen eine andere Idee. Die ganze Geschichte würde 10 Jahre dauern und es würde nichts passieren. Es muss aber gebaut werden. Das heißt, man einigt sich A auf ein Grundsystem und B auf eine Referenz. Das Interessante ist ja, dass wenn Sie sich mal überlegen, auch die neuen Maler, die modernen Maler, also nehmen wir die Impressionisten auf der einen Seite, aber auch Leute wie Van Gogh oder Leute wie die Kubisten und so weiter. Was haben die in ihrer Anfangszeit gemacht? Die sitzen im Louvre und kopieren die Meister. Leonardo da Vinci saß bei Perugino. Der war so ein Gesellschaftsmaler in Florenz, und hat Engelchen in die Bilder von Perugino reingemalt. Und zwar so lange, bis der Perugino ihm gesagt hat, du kannst von mir nichts lernen, geh. Okay? Das heißt, es ist absolut vernünftig, sich selber zu orientieren an einem Meister. Das Dümmste, was ein Architekt machen kann, ist, wenn er im 4. Semester schon meint, er müsse einen genialen Entwurf machen. Das ist der größte Quatsch, den man sich da in den Kopf reindrücken muss. Man muss mal überlegen, was man überhaupt kann, was man will und wo man was gesehen hat. So.
Das heißt, Corbusier war in dem Sinn Referenz. Das heißt, man schaute, was kann ich vom Meister brauchen? Ich kann eine Grundstruktur brauchen und ich kann eine Grundhaltung brauchen. Corbusier hat ja immer konstruiert. Ja? In Vers und Architektur ist das erste, la chose principale, c'est le plan. Das Wesentliche ist der Plan, dann der Schnitt und irgendwann kommt dann die Fassade. Und das geht natürlich ein bisschen in die Details rein. Also ich kann mich erinnern, in Halen gab es manchmal Diskussionen, so dumme Diskussionen über Größen oder über Anwendung von Material oder über Dimensionen. Und dann hieß es irgendwann so, jetzt fertig, Schluss, Gerzberger Ausgabe, Band 3, Seite 36. So. Das ist also so wie im Mittelalter die Kirchenväter sozusagen die Referenz den Theologen geliefert haben, oder hat Corbusier am Anfang dem Atelier 5 die Referenz geliefert. Das erlaubte, dass man sich nicht verkrachen musste. Oder? Das ist wirklich, das muss ich das mal in den Kopf stellen. Wenn fünf von euch zusammensitzen, da gibt es garantiert Streit über, ach, das könnte man doch so und das könnte man doch so und das könnte man doch so. Natürlich könnte man das auf verschiedene Arten. Aber bitte sehr, dann muss man alleine bleiben. Es gab übrigens auch im Atelier 5, das kann ich jetzt mit Klammerbemerkung machen, Leute, die ins Büro kamen und mit denen konnte man nicht arbeiten. Oder? Weil sie sozusagen auf sich selber, das waren noch gute Architekten, das waren keine Dummköpfe, oder? Aber die waren so strukturiert, dass sie auf diese Art von, sagen, dialogische Art von Arbeit nicht eingehen konnten. Oder? Und wie funktioniert das danach? Also wenn die gemeinsame Referenz plötzlich verbleicht. Eben, von dem wollte ich jetzt reden. Ne? Entschuldigung. Jetzt, was passiert jetzt? Darum ist es lustig, man könnte drei Bauten nehmen. Das sind Bauten von Flamatt 1, Flamatt 2 und Flamatt 3. Das sind, wir nennen das so drei Schwestern, hat mal Düfren das genannt. Ich finde das sehr schön. Das ist ein Stück von Tschechow, also, abgesehen davon. Jetzt Klammer geschlossen wieder. Flamatt 1 wurde gebaut, bevor Halen gebaut wurde. Flamatt 2 wurde gebaut, nachdem Halen gebaut wurde. Und Flamatt 3 wurde gebaut, bevor Ried gebaut wurde. Das heißt, wenn etwas gebaut wurde, schaut man es an und kritisiert es. Und sagt, ach, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Hör mal, das sieht ja fürchterlich aus da und so weiter. Und zieht dann daraus eine Konsequenz für den nächsten Bau. Das heißt, die Referenz moduliert sich mit der Zeit. Und das ist genau das, was passiert ist. Ich würde sagen, so über eine Periode von 5 bis 7 Jahre fängt dann Atelier 5 an, eine eigene Sprache zu entwickeln. Also wenn man hier ganz konkret anschaut, oder? Das heißt, wenn ich Corona nehme, oder? Da haben wir hier 2 Tonnengewölbe, da, drei, da, und dann hier ein Nebenhaus. Oder? Jetzt diese Tonnen, oder? Das ist ja völlig klar. Diese Form des Gebäudes, das ist in die Maison Jaul. Jaul, ja, genau, das Maison Jaul. Ja, ja. Und außerdem auch in Chandigarh gibt es ja auch Trasaravachais. Also das hat etwas mit Corbusier in dem Sinn zu tun. Oder? Es hat auch damit zu tun, dass man das katalanische Gewölbe geliebt hat. Das ist eine Konstruktion aus Tonplatten, das hat man in Barcelona gemacht, oder? Die machen ein Gewölbe aus dünnen Tonplatten mit einer Leerschalung, das heißt katalanisches Gewölbe. Oder? Da hat man sehr Freude an dem Zeug, hat das Zeug gemacht. Und dann gibt es hier noch eine Sache, das ist die Verglasung dieses Gebäudes hier. Oder? Wenn man das anschaut, das ist wieder an Maison Jaul, Corbusier hat den Begriff geprägt, le quatrième mur. Das heißt, es gibt im Prinzip eine Wand, 2 Wände, 3 Wände und die 4. Wand, also die Wand gegen außen. Und da macht man nicht einfach ein großes Panoramafenster, oder, wo man Vorhänge davor hängen muss. Also wir haben immer gesagt, es gibt Unterrockarchitektur. Oder? Sondern man kann auch diese 4. Wand als 4. Wand durchgestalten. Ne? Sie müssen mal die Häuser von Jaul anschauen oder eines von diesen Gebäuden anschauen. Also in dem Sinn war das noch Referenz Corbusier. Wenn wir anschauen, den Brossi da, ist etwas Interessantes. Erstens sehen Sie, fängt das an, hier mit diesen Quadraten zu arbeiten. Oder? Also im gewissen Sinn, in einem gewissen Moment kommt ins Atelier 5 die Faszination des Rasters hinein. Oder? Also auch Halen ist eigentlich ein
ein Raster, oder? Aber hier kommt die Faszination des Quadratrasters rein, oder? Wenn man Corbusier anschaut, dann muss man sich mal das Spital in Venedig anschauen. Das Spital in Venedig hat sehr viel mit diesem Grundprinzip zu tun, also mit dem Modifikation eines kontinuierlichen Rastersprinzips. Das ist die gleiche Zeit, wo es in Japan Architekten gibt, die zu heute zusammengefasst werden unter dem Namen Metabolisten, oder? Das ist Maki oder das Kikutake, oder? Das sind solche Leute, oder? Es gibt Architekten, Aldo van Eyck, also das Kinderhaus in Amsterdam, oder? Ist auch, oder? Das heißt, das strukturalistische Denken in der Architektur hat natürlich auch einen Einfluss auf das Atelier 5 gehabt, oder? Das heißt, über die Kritik von Corbusier und über das Aufnehmen gewisser Tendenzen auch in der Architektur entwickelt sich mit der Zeit eine Architektursprache. Das ist aber immer noch eine Raumabwicklung. Also man sieht das im Plan nicht sehr schön, aber im Grunde genommen ist das eine lange Treppe, die geht über drei verschiedene, über vier Geschosse. Und wenn man hier eine Aufnahme machen würde, dann sieht das ein bisschen aus wie die Scala Regia im Vatikan. Oder? Das ist eine riesenlange Geschichte. Oder? Und von dieser langen Piste, wie sagt man, gehen dann die verschiedenen Räume raus. Und ein weiterer Maßstab. Bleiben Sie da. Und nochmal. Entschuldigung. Wenn ich zurückgehe, da sehen Sie da einen ziemlich klaren Ausdruck der Bogen und dieses Teil ist da. Und wenn ich hier sehe, das ist eine Fassade, die nicht gezeichnet wurde. Also es ist nicht so, dass unbedingt der Flecken hier sein muss, sondern diese Fassade hat jetzt irgendwie mit diesem räumlichen Ablauf zu tun und der Reaktion auf ganz bestimmte Situationen von innen. Also ganz ungezeichnet ist sie nicht, wir uns einig. Also es ist eine sehr klare Ordnung, immer gezeichnet. Und es gibt einen Bau, in dem nie eine Fassade gezeichnet wurde, das ist Talmat 1. Ohne Fassade. Nein, die wurde gezeichnet, nachdem alle schon fertig waren. Also nein, als die alle Projekte fertig waren, das ist klar. Ich habe dieses Projekt gebracht, weil es mir meiner Meinung nach einen Moment darstellt, wo ein neuer Maßstab und eine neue Auftragslage reinkommt, nämlich der öffentliche Bau. Richtig, das ist jetzt die Mensa in Stuttgart. Jetzt schauen wir mal die Mensa in Stuttgart. Was ist die Mensa in Stuttgart? Im Grunde genommen ist auch hier ein System von ein Quadratraster, der drin ist. Schauen Sie, und der Quadratraster, man muss eben schauen, wo die Differential ist. Das ist der da. Schauen Sie da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist ein Raster von Größenordnung 4 mal 4 Meter, oder? Das ist ein sehr, sehr enger Raster. Also man macht eine Mensa. Eine Mensa muss 250 Plätze haben. Wenn ich einen Saal mache mit 250 Plätzen, oder, dann ist man verloren. Dann muss man suchen, wo hat es wohl Platz? Und man sitzt dann irgendwo. Wenn man miteinander Kontakt aufnehmen will, kann man das machen vielleicht unter 10 Leuten. Also muss ich 5 und 5, gibt ungefähr 10. Also ist die Mensa entstanden aus der Tatsache, wo man einmal gesagt hat, das Grundprinzip ist ein Tisch, an dem so viele Leute sitzen, die miteinander noch sprechen können. So. Das ist mal das Grundprinzip und auf diesem Grundprinzip wird der ganze Bau gemacht. Also nicht da nur groß, klein schieben, krumm und weiß der Teufel was, sondern was ist die Grundauslösung? Grundauslösung, ich will mit ein paar Leuten Mittagessen. Und ich will nicht das Gefühl haben, ich sei irgendwo verloren. Wenn die ganze Mensa leer ist und ich habe 4, 5 Leute hier an diesem Tisch, bin ich bereits an einem Ort. Ich bin nicht einfach irgendwo drin. Das ist so wie in einem Wald auch. Es gibt andere Referenzen, das sind natürlich die Moscheen. Und die Referenz, die hier immer gebraucht wird, ist Cordoba. Also die Mesquita in Cordoba, ist klar. Ja, ist ungefähr ein kleiner Maßstab. Es gab eine riesen Geschichte daraus. Am Schluss hat sich herausgestellt, dass es sogar ökonomisch verdammt günstig war. Das war interessant. Oder?
alle größeren Spannweiten werden. Wie orientiert man sich jetzt drin? Orientiert man sich, dass es höhere Teile gibt und die höheren Teile, die kommen immer dort, wo die Durchgänge sind. Das heißt, dort, wo man geht, hebt man das Dach. Das heißt, man überlagert einem System ein zweites System. Dem System des Tisches mit den Säulen überlagert man das System der Orientierung. Und man macht ein drittes System raus, man macht Löcher rein. Sehen Sie? Ich sehe einfach von oben in einen unteren Bereich hinein. Das ist mal das Grundprinzip. Auf diesem Grundprinzip wird das ganze Haus gemacht. Aber es hat jetzt in dem Sinn etwas zu tun mit dem Bros in Gerlafingen, als es wiederum aus einem Grundmuster entwickelt wird. Aber was hier wichtig ist, es wird immer ein Grundprinzip gesucht. Und wir haben zum Beispiel noch ziemlich später ein Spital gebaut in Schwarzenburg. Oder? Also Spitäler haben so ein Problem. In der Regel ist ein längerer Raum und ein Bett, ein Fenster ist am Bett und ein Fenster ist weiter hinten. Und der Glück hat es am Fenster. Und der Pech hat es an der Türe. Oder? Wir haben mit genau dem gleichen Quadratmeter ein Spitalzimmer entwickelt, das winkelförmig organisiert ist, dass beide Betten die gleiche Qualität haben. Ich muss das im Plan zeigen. Aber auch dort, nachdem man das entwickelt hat, wurde das zum Prinzip, welches aus dem das ganze Spital entstanden ist. Das heißt, man sucht einen Schlüssel und aus diesem Schlüssel entsteht das Gebilde. Ist das nicht der Gegenstand am Anfang, sondern es ist, wenn Sie wollen, das Wachstumsprinzip am Anfang. Was sind diese Dreiecke? Das sind diese Kreuze. Ah, das ist Stabilisierung. Das ist ja völlig klar. Nein, fand ich nicht. Und wo ist das im Schnitt? Also im Prinzip sind diese Elemente nichts anderes als die Stabilisierung. Oder weil die Säulen da, die reichen nicht für die Windkräfte. Okay. Das ist ja völlig klar. Sind einfach zu dünn. Man kann ja mit verschiedenen, man könnte in den Fassaden einfach Diagonalen einziehen und so weiter. Sehen Sie, ich habe keine einzige hier drin. Oder Sie müssen irgendwie ein zweiter, sehr oft sind Treppenhäuser als Stabilisierungsfaktoren drin. Oder? Das ist reine Lateralverschiebung. Ich schlage vor, dass wir ein bisschen vorwärts gehen, weil wir uns sehr schön und lange unterhalten haben. Wir haben ganz viel noch zu diskutieren. Und ich möchte vielleicht auf etwas zurückgehen, das Sie wirklich während der ganzen Existenz von Atelier 5, nämlich der Siedlungsbau, das ist wie ein roter Faden, der durch die Architektur von Atelier 5 geht. Und ich habe jetzt ein paar typische Siedlungen Ihnen mitgebracht. Und meiner Meinung nach fallen einige Muster raus. Das ist die Siedlung Regerstraße oder die Siedlung Bühnenberg, die zwar auf einer ähnlichen Struktur aufgebaut sind, aber doch zum Beispiel hier in der Individualisierung oder hier im Umgang mit der Topografie sich davon abwenden. Ja und nein. Etwas unglücklich an dieser ganzen Geschichte ist, dass Sie sehen, wenn Sie Hallen anschauen, ne, die nehmen wir als Halle, so ist das ein Vorschlag, der besteht nicht aus Häusern, der besteht aus öffentlichen Räumen. Es gibt einen berühmten Plan in der Architekturgeschichte, das ist der Plan Noli. Habe ich gezeigt? Doch, den haben wir gesehen. Von Rom gezeichnet hat. Oder? In diesem Plan sind sämtliche Häuser einfach schwarz und sämtliche Außenräume weiß, inklusive der öffentlichen Innenräume, also das Parthenon und so weiter, die Kirchen sind auch weiß. Alles, was man kollektiv betreten kann, ist weiß und alles andere ist schwarz. Jetzt, wenn Sie Hallen anschauen, ist das Wichtigste an Hallen das da. Der Rest sind einfach Häuser. Das heißt, Sie haben Straßen und Sie haben Wände. Hallen besteht aus einem kollektiven Außenraum. Das Gleiche gilt natürlich hier auch. Schauen Sie mal, das sind alles die Wege, die durchgehen und das sind die Plätze, die in dieser Siedlung stecken. Dass das eine auf dem Quadrat gebaut ist, das andere auf einem langen Schritt, ist auch wichtig, aber ist mal primär nicht wichtig. Der Grund, warum das so aussieht, ist, weil wir hier
eine Steigung haben von annähernd 50%. Und wenn ich das habe und ich will einen kollektiven Außenraum haben, den ich betreten kann und nicht wie bei einer normalen Terrassensiedlung einfach nur senkrecht draufgehe, und wenn ich zu der nächsten Parallel muss ich runtergehen und wieder senkrecht draufgehen, kann ich hier einfach durch die ganze Siedlung auch mit dem Kinderwagen durchgehen. Das heißt, der Esel und der Mensch nehmen immer den bequemsten Weg. Es geht kein Mensch in der Falllinie einen Hang rauf. Ergo, wenn das Erlebnis des kollektiven Raumes das Ausschlaggebende ist, wird eine Siedlung am Hang in der Regel, wenn er genug steil ist, anfangen, Diagonalwege zu haben. Das können Sie, Sie können in den Süden fahren, irgendwo nach Spanien, nach Sizilien oder irgendwo, ist Wurst. Das haben die Bauern schon immer so gemacht. Also, der kollektive Ausraum, das gilt natürlich für die, Sie sehen Sie, das unglücklicherweise ist das natürlich eine Situation von oben und das da ist praktisch eine Situation des Erdgeschosses. Und wichtig beim Atelier 5 ist eben das. Das heißt, das Spiel zwischen dem privaten und dem kollektiven Außenraum. Und dann gibt es natürlich verschiedene Typen. Schauen Sie, das ist eine Addition von Reihenhäusern. Das ist übrigens da Flamat 1, 2 und 3. Oder? Das hier ist auch eine Addition von Reihenhäusern. Oder? Und wenn man hier die Wege sieht, würden Sie sehen, hier geht es einen Weg hoch, es geht ein Weg quer. Oder? Und hier drunter hat es einen gedeckten öffentlichen Ausraum. Das ist Brück. Oder? Das andere Prinzip hat den kollektiven Ausraum als Hof. Schauen Sie mal da und da. Das ist Ried und das ist Burgdorf. Oder? Das da gehört im Grunde genommen zu dieser Familie. Die Häuser stehen aber so und die Eigenheit der Häuser ist, dass man so rausschaut und so rausschaut. Das heißt, weil man so und so rausschaut, oder, kann ich relativ nah die Dinge aufeinander nehmen, ohne dass ich mich mit der Aussicht störe. Das ist der Plan der Regerstraße. Aber eigentlich der da gehören zur gleichen Familie, die da gehören zur gleichen Familie und der gehört eigentlich zu dieser Familie, hat aber einen anderen Ausdruck als Addition. Das ist jetzt wieder die Struktur, die übrigens mit den 5,50 Meter genau die gleiche Struktur hat, die Talmat 2 hat. Genau, das sieht man dann sehr vielleicht sprechen wir nochmal, kommen wir auf die zurück, aber das sieht man eigentlich sehr schön in diesen, ich habe versucht, die Pläne ungefähr im gleichen Maßstab zu stellen. Richtig, oder? Schauen Sie mal, das ist jetzt Hallen, absolut klassische Geschichte, reingehen, Eingangshof, an der Küche vorbei, Wohnbereich, oben Bereich, unten Bereich. Das heißt, das ist der kollektive Bereich innerhalb eines Hauses, das sich direkt auf den kollektiven Bereich außerhalb des Hauses befindet. Oder? Und wir haben sozusagen die beiden privateren Bereiche in beiden Geschossen, was erlaubt, das Haus als soziale Struktur zu formen, oder? Und nicht nur als räumliche Struktur. Oder? Also, ich kann die Eltern da oben haben. Wo sind die Halen da? Oder? Das ist natürlich jetzt. Ne? Und das ist natürlich der Totalausbau. Das sind 1, 2, 3, 4 Kinder und 2 Eltern auf 12 Meter mal 3,80 Meter. Also das konnte man noch 1962 noch nicht machen. Ja. Aber in der Regel ist sehr oft, hat es hier auch eine Terrasse da, also im oberen Geschoss. Oder? Und daher gibt es hier ein größeres Zimmer, das hält Elternbüro, ein kleineres Zimmer und so weiter. Also ich kann zum Beispiel Die beiden Kinder, die jetzt gerade in dem Alter sind, wo sie anfangen, so laut Musik zu machen, hier unten haben und die Eltern oben haben und das stört nicht. Also ich kann anfangen, sozusagen individuell Räume zuzuteilen, damit das sozial eigentlich maßen funktioniert. Oder? Und das ist eigentlich in allen diesen Grundrissen ebenfalls gemacht worden. Oder? Das heißt, der Grundriss von Halen, den sieht man im Grunde genommen hier auch. Oder? Das ist einfach Küche ein, das jetzt hier liegt, das ist auch so. Hallen war das Minimum, schauen Sie mal, das ist die Küche und das war die Toilette hier und das war eigentlich die Dusche. Das war also, das ist heute praktisch unter sozialen Wohnungsbaustandard. Aber
Gleichzeitig hat man in den Hallen natürlich den Dorfplatz gehabt, man hat den Clubraum gehabt, man hat das Schwimmbad gehabt, man kann mit den Kindern in den Wald gehen, gehört alles zur gleichen Siedlung. Das heißt, ich reduziere ein bisschen die Ansprüche im Haus und ich gebe viel andere Dinge dazu. Da wird es natürlich, und das hat auch aus jeder Zeit Wohn-Esszimmer sozusagen und das eine kleine Küche. Es führte dann dazu, dass wir in den nächsten Plänen die Küche in den Mittelbereich legten, wodurch man den, den Essbereich eigentlich ausdehnen könnte in die Eingangssituation, viel größer. Hier kann man sich auch viel besser bewegen, oder? Und dann den privaten Bereich auf die Gartensituation. Oder? Also das werden Sie sehr häufig sehen, die Küchen, die in dieser Position hier reinrutschen. Oder? Das war also... Ja? Das sind die Justierungen, die dann im Laufe der, genau. der Jahre... Und ja, gibt es sowas wie ein kollektives Gedächtnis, also wie früher die Details bei Corbusier nachgeschaut wurde? Also nach Haarlem entstehen fast alle diese Pläne nachher aus der Kritik, von dem das gebaut wurde. Oder? Es gibt ein schönes Publikation, das ist ein weißes Buch, das heißt Atelier 5, Siedlungen und städtebauliche Projekte. Dort haben Sie alle diese Pläne maßstäblich drin. Und wie das Buch entstanden ist, ist auch sehr interessant. Oder? Weil immer, wenn man an einer neuen Aufgabe gearbeitet hat, hat man nachgeschaut, ja, wie hat man es vorher gemacht. Oder? Und da gab es im Büro so A3, respektive noch beinahe größere Folianten, wo man immer die alten Pläne drin hat. Oder? Und in einem gewissen Moment hat man gesagt, ja, wirklich saublöd, jetzt fassen wir das zusammen. Dann gab es einen solchen Foliant im Büro, oder? Und der wurde überall also von den Leuten von den Tischen weggerissen, weil der auch dran, komm, ich muss schauen, was war denn dort und so weiter. Oder? Und das endete am Schluss in diesem weißen Buch. Oder? Und wie gesagt, sind alle die Pläne drin und sind alle im Maßstab. Also die können die in die Maschine reinlegen und die direkt durchkopieren oder entsprechend vergrößern, können direkt abzeichnen. Sie wollten, dass ich noch diesen Plan zeige. Ja. Also das, ich habe ja gesagt, wenn wir die vorhergehenden Pläne gesehen haben, die Addition der Reihungen, oder? Und nachher das System der Höfe. Das Interessante da, das gab dieses Grundstück hier. Das ist ein Grundstück in Mainz, oder? Worauf es einen internationalen Wettbewerb gegeben hat, oder? Und verlangt wurde eine Ausnutzung über 2. Das Niederdorf in Zürich und die Froschaugasse rum, also für Leute, die das kennen, hat eine Ausnutzung von 2,6. Die Anlage hier, auf der gleichen Höhe wie diese Gebäude hier, 2, 4, das sind 4- und 5-stöckige Gebäude hier, hat eine Ausnutzung von 2,56. Man braucht keine Hochhäuser zu bauen, um dicht zu bauen. Das ist nämlich der ganze Witz, oder? Leute, die Ihnen erzählen, ich muss einfach 10-stöckige Häuser bauen, weil man heute dicht bauen muss, das ist ein großer Quatsch. Stimmt einfach gar nicht, oder? Das heißt, wenn man die Sache intelligent macht, wenn man auf Abstandsflächen und Grünflächen für Hunde verzichtet, und stattdessen wieder an den Noli-Plan denkt, kommt man auf solche Anlagen. Schauen Sie mal, das ist hier reingesetzt, das ist das Stadtmuster. Der erste Hof hier ist ein Teil der Stadt da. Also das Grundstück, das lief bis hier. Es wurde hier eingeschnitten, damit von diesen Straßen bereits im Rhythmus der Stadt ein neuer Platz entsteht. Und innerhalb von da wird hier einen Durchgang, das ist eine Gasse, die das ganze Zeug durchgeht. Und an dieser Gasse sind wieder einzelne Höfe organisiert. Und diese Höfe, die haben die Größe, das sieht man hier nicht drauf, in der Nähe hat es eine Kirche, das ist die Johanniskirche. Und die hat einen Kreuzgang. Man hat gesagt, im Grunde genommen könnte man etwas machen von dieser Größe. Und diese Höfe haben die Größe dieses Kreuzgangs, sie sind... Soviel ich weiß, 17 mal 17 Meter. 4 bis 5 stöckig. Es geht prima. Es gibt genug Licht, es gibt genug Luft, oder? Und es gibt nichts, das zufällig ist, sondern es gibt nur den öffentlichen Außenraum der Stadt, es gibt den öffentlichen Außenraum der Siedlung und dann gibt es die
privaten Grundwissen. Wir wechseln zum letzten Thema, nämlich dem Thema, das ich Netzwerk genannt habe. Auf der einen Seite setzt sich ja Atelier 5 als autonome Gruppe, welches sich gegen die sanften Modernen des Landi-Stils, aber auch gegen die Postmodernen und Star-Architekten absetzen. Und auf der anderen Seite hat aber Atelier 5 ein ganzes Netzwerk von Personen, die sie sehr früh unterstützt. Und vielleicht kann man auf einzelne Personen hinweisen. Eine Person, die mich interessiert, ist Alfred Roth zum Beispiel, der Professor an der ETH war und Atelier 5 schon sehr früh unterstützt. Er schreibt ein Vorwort zur Verkaufsbroschüre zum Beispiel. Also wenn man über das spricht, gibt es zwei Dinge. Es gibt ein Netzwerk von Leuten, die das Atelier 5 unterstützt hat. Und es gibt ein Netzwerk von Leuten, sagen wir, die in einem kulturellen Bereich sind, die das Atelier 5 in dem Sinne auch unterstützt hat, aber nicht direkt in den Projekten oder den Arbeiten. Die Leute, die Sie hier sehen, die haben das Atelier 5 Projekt zum Teil direkt in den Arbeiten unterstützt. Also abgesehen jetzt von Alfred Roth, Hans Brechbühler, da gab es aber Leute wie Paul Grimm. Oder? Es gibt Leute wie, wo ist Ernst Göhner? Das ist auch einer der Große, ja. Die haben direkt das Büro unterstützt, indem sie Projekte finanziert haben. Oder? Sehen Sie, die große Schwierigkeit ist, und das ist heute immer häufiger, wenn Sie für einen Investor bauen, das baut das Atelier 5 jetzt auch, zum Beispiel jetzt in Frankfurt oder so Sache. Der Investor hat ein einziges Interesse, das ist sein Geld zu verdienen. Punkt. Es kann auch ein aufgeklärter Investor sein, der wird sich noch einen Star-Architekten aussuchen, weil das natürlich den Marktwert seines Produktes steigert. Oder? Aber es gehört eigentlich in die gleiche Gedankenmühle wie der das Geld verdienen will. Oder? Und nachher gibt es Leute, die praktisch als Mäzene auftreten. Oder? Paul Grimm hat das Projekt Brunaden finanziert, hat das Projekt Talmat 1 finanziert, hat das Projekt Talmat 2 finanziert und hat das Projekt Ried finanziert. Das sind also vier große Projekte, wo der Herr einfach den ganzen Baukredit abgesichert hat, bevor das alles nachher verkauft wurde. Und das Risiko gelaufen ist, dass dadurch etwas schief gehen könnte. Hat insofern Glück gehabt, dass in allen diesen fünf Fällen, in einem Fall, das war Talmat 2, oder, ist das geschäftsmäßig gerade so etwa 0-0 aufgegangen. Aber Brunaden war ein sehr gutes Geschäft, Ried war ein gutes Geschäft und so weiter. Oder? Das heißt, und das Gleiche gilt für Ernst Göhner. Ernst Göhner ist eine lustige Figur gewesen. Das junge Atelier 5 mit der Hallensiedlung wusste nicht, wo kriege ich das Geld hin. Oder? Und dann war ja Morgenthaler zum Atelier 5 gestoßen und Morgenthalers Vater ist der Maler Ernst Morgenthaler gewesen. Und der Maler Ernst Morgenthaler wiederum war ein dicker Freund von Steiger, von dem Rudolf Steiger, dem Alten. Und der Maler ist zu seinem dicken Freund Rudolf Steiger gegangen und hat gesagt, komm, mein Sohn, der hat da eine Gruppe von Architekten, die machen da etwas sehr Schönes, oder? Geh und sprich mal mit deinem dicken Freund Ernst Göhner. Und dann ist der dicke Freund von Morgenthaler, Rudolf Steiger, zu seinem dicken Freund Ernst Göhner gegangen und hat gesagt, Ernst, mach endlich mal in deinem Leben etwas Vernünftiges. Und siehe da, Göhner war damals interessiert an Vorfabrikation von dichten, niedrigen Bauten. Und es gibt lustigerweise vom Atelier 5 einen ganzen Satz Pläne, Atelier 5 vorfabriziert. Und das ist schon 1960. Es ist nicht passiert, weil man hätte praktisch eine Fabrik bauen müssen für die Produktion von Hallen. Das war zu klein. Weil die einzige Fabrik, die damals liefern konnte, das war Ijeco in Freiburg, oder? Und das war in Thayingen bei Schaffhausen gab es noch eine Fabrik für vorfabrizierten Beton. Sonst gab es nichts. Oder? Und darum ist Hallen eigentlich in Backstein gebaut worden, letztlich, also abgesehen von den Lodgers und so weiter, ist ja Hallen in Backstein bauen.
Aber Günther war in dem Sinn interessiert, oder? Und ist gekommen und was hat jetzt Günther gemacht? Das war auch eine lustige Geschichte. Anekdoten sind immer sehr lustig. Das Atelier 5 hatte sich das Terrain von der Siedlung Halen mit dem Geld für das Vorkaufsrecht zu kaufen bei einem Bauern gesichert. Und sie hatten das Vorkaufsrecht auf dieses Terrain. Dann wurde es in Bern natürlich bekannt, dass dort ein Terrain zur Verfügung und alle Haifische waren schon bereits da und wollten das Zeug natürlich an sich reißen. Oder? Und als Günther einverstanden war, hatte seinen, der hieß ein Herr Nett, das war, Herr Nett war sehr nett, das war sein Finanzmanager, oder? Nach Bern geschickt mit einem großen Koffer. Denn der Bauer wollte den Preis für sein Land in 900er Noten haben. Das ist kein Witz, oder? Und es gibt so diese, da am Morgenthal erzählt die Story, dass der Herr Nett ins Sitzungszimmer gekommen war, mit einem großen Koffer, hat ihn einfach ausgeschüttet, oder? Das war einfach so ein Berg von 100er Noten, oder? Da hat er gesagt, holt euren Notar und zählt das. Und da wurde der Notar geholt und musste das alles zählen. Oder? Und dann wurde das zum Bauern gebraucht. Oder? Und dann hatten wir, das Land gehörte dann dem Atelier 5, respektive dem Gönner. Oder? Und er hat nachher auch, und über den Gönner hat man dann bis jetzt in den Baukredit gekriegt und hat, konnte das bauen, musste aber das Honorar stehen lassen. Das war auch eine ziemlich harte Geschichte, oder? Und jedes Mal, wenn wieder etwas verkauft wurde, kam wieder das Honorar rein, oder? Und das sind eben diese Leute, die in dem Sinne das Atelier gestützt haben. Roth, Alfred Roth, war damals Präsident des Werkbundes, oder? Und Atelier 5 wollte in den Werkbund beitreten, eben mit der Siedlung Halen, oder? Das wurde dann vom Werkbund abgelehnt, aber Alfred Roth hat es außerordentlich gestützt. Und auch Alfred Roth war natürlich auch wiederum ein guter Bekannter von Ernst Göhner, oder? Und Hans Brechbühl, über den muss ich ja nicht sprechen. Und es gibt noch eine andere Form von Leuten, mit denen ihr arbeitet. Ich habe jetzt als Beispiel das Kunstmuseum in Bern und mit dem werden wir abschließen. Es sind eine Reihe von Personen, Künstlern oder Ingenieuren, die um das Atelier, weil eigentlich habt ihr alle Kompetenzen im Atelier 5 und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es richtig, ab den 70er Jahren beginnt ihr mit einzelnen Personen noch enger zu arbeiten. Und hier in Bern sind es zuerst Remi Zaug und der Lichtingenieur Bartenbach und dann später auch Balthasar Burkhardt, der eures Werk dann fotografisch begleiten wird. Also die Sache ist die, oder? Man muss als Architekt realisieren, dass man nicht alles selber kann. Also wenn man Calatrava heißt, kann man natürlich die Bauten selber auch als Ingenieur behandeln. Aber normalerweise kann man nicht, und das war eine absolute Tradition, der Ingenieur, der kommt zum Architekten. Also der Architekt braucht einen Ingenieur. Oder? Heute braucht er auch einen Techniker-Ingenieur. Also früher war es viel einfacher. Also die elektrischen Pläne haben wir zum Teil noch selber gemacht für Halen, oder? Weil die Sachen waren wirklich sehr kompliziert. Aber heute braucht es Heizungsingenieur und so weiter. Das ist klar, die braucht man als Techniker. Die 5 hat auch immer mit Ingenieuren zusammengearbeitet, mit Hans Stocker. Das ist ein sehr guter Ingenieur für Stahlbauten, oder? Und wir hatten praktisch einen hauseigenen Ingenieur, das war Pfister, seit der Halensiedlung bis in die 80er Jahre haben wir immer mit dem gleichen Ingenieur zusammengearbeitet. Also idealerweise würden die Architekten immer mit den gleichen Fachleuten und den gleichen Unternehmen zusammenarbeiten. Es geht wegen dem Markt und so weiter nicht. Oder? Ich kann nur sagen, ich habe den Namen schon mal fallen lassen. Das ist Schattner, oder? Der war ja Architekt des Erzbischofs von Eichstätt. Oder? Und er hat sich eine ganze Reihe von Handwerkern hingezüchtet. Oder? Weil er sich beschäftigt hat, vor allem auch mit der Zubau, Neubau und Rekonstruktion von historischen Bauten, Barockbauten, aber auch romanischen Bauten und so weiter, brauchte es natürlich Handwerker, die in der Lage waren, gewisse traditionelle Techniken des Bauens, also Schweißen zum Beispiel, Holzbau und so weiter. Oder? Und so hat er am Schluss mit dem Scarpa genau gleich. Oder? Der musste dann seinem Handwerker nur sagen, hör mal, schau mal, das Problem ist so und so, komm, du weißt schon, wie das geht. Oder? Das wäre natürlich ideal, das passiert heute nicht mehr. Das gab es früher mehr.
Also früher konnte man auf den Bau gehen und dem Schreiner sagen, komm, du hast ja das dort gemacht, das gemacht, das ist jetzt dasselbe hier, oder? Wagen Sie das nicht heute zu machen, Sie kriegen den größten Mist, oder? Heute muss man die Sachen eben zeichnen. Also mit den Ingenieuren hat man ja immer zusammengearbeitet, oder? Was nachher man festgestellt hat, ist erstens, ein Architekt ist nicht gleichzeitig Maler, oder er muss eben Corbusier heißen, das ist auch gleichzeitig Maler. Wenn er aber nicht Corbusier heißt, ist er gleich nicht Maler. Also der Architekt versteht, von der Sache her zu machen, vom Kunst am Bau nichts. Obwohl man das natürlich gerne macht, das ist ja immer schön, so ein bisschen anmalen und so. Computer geht es heute auch immer so scheiß einfach, oder? Aber das ist eben nichts, oder? Da braucht man Leute, die etwas davon verstehen, oder? Und das Gleiche gilt auch für andere Spezialitäten. Also hat man sich im Atelier 5, insbesondere als man anfing, größere Bauten zu bauen, ne? Also da gehört das Amtshaus dazu, das gehört das Kunstmuseum dazu, da gehört das Seminar zu tun dazu und so weiter. Bereits für Lima, die internationalen städtebaulichen Projekte, für die Darstellung der Wettbewerbspläne, haben wir mit einem Künstler zusammengearbeitet. Das war Roland Gfeller. Und Roland Gfeller haben wir nachher sehr, sehr oft, also Gfeller gehört auch einer zu denen, mit denen man immer wieder zusammengearbeitet hat. Der hat sich auch um das, wie sagen, das Bild, also das Bild des Atelier 5 auf Papieren, Kuverts und so weiter, hat er sich auch gekümmert. Also der Architekt kann nicht alles. Der Architekt ist auch kein Fotograf. Er kann zwar sehr oft fotografieren, besser als die Fotografen, weil die Fotografen meistens auch die Fotografie im Kopf haben, oder? Und nicht unbedingt die Architekturfotografie. Also es gibt Leute, ich glaube Helfenstein, das ist so einer, die wissen, wie man fotografiert, Architektur, oder? Aber sehr oft sind Fotografen auch zweidimensionale Künstler, oder? Also, für das brauchen Leute, und darum ist es eine Größenordnung, seit den Ende 70er Jahren, Mitte 70er Jahren, haben wir angefangen, mit Fachleuten zu arbeiten. Oder? Das war als, wie gesagt, in der bereits die Aufnahme unserer Bauten, das war bald das Herr Burkhardt, also die ersten Sachen mit ihm haben wir Anfang schon der 70er Jahre gemacht. Oder? Ich glaube 68. Ja, das ist ja uralt. Also mit Balz, die Zusammenarbeit war wirklich sehr lange, oder? Wie gesagt, mit Roland Gfeller war es ja auch beinahe so lang. Dann haben wir am Kunstmuseum in Bern, das war auch eine lustige Geschichte. Damals waren, also in der Architektur sozusagen Auftragsgeschichte, gibt es so gewisse Zeiten. Also es gibt Zeiten, wo Schulhäuser überall gebaut wurden, Kirchen wurden überall gebaut, Museen wurden überall gebaut. Oder? Und das entwickelte sich immer so kleinen Tänzchen. Oder? Wer macht das lustigste Museum? Oder? Wer macht die spannendste Kirche? Und so weiter. Oder? Und in dieser Zeit etwas Vernünftiges zu bauen, ist manchmal sehr wichtig. Oder? Und das Museum Bern, das hat zwei Dinge gehabt. Oder? Das eine war, wenn ich sage, im Museum ist das Wichtigste das Bild, also nicht wie Holein oder auch Sterling in Stuttgart, oder das Bild hängt dann in einer Skulptur, oder? Also auch nicht wie Libeskind in Berlin, oder? Sondern das Bild ist das Wichtigste, das sind zwei Dinge. Ich muss das Bild sehen können, oder? Und ich muss einen Hintergrund hinter dem Bild sehen, dass ich es optimal sehen kann. Oder? Ist also ein Problem des Tageslichtes und ist ein Problem der Farbe. Oder? Und darum hat man dann im Museum in Bern zwei Dinge gemacht. Man hat mit Christian Wartenbach zusammengearbeitet, ein absolut genialer Lichtingenieur. Haben wir nicht irgendwo einen Schnitt? Doch, es gibt einen Schnitt. Oder? Ja. Das ist eine ganze Technik entwickelt worden, wie man... Ah, nein, es gibt einen besseren Schnitt. Da. Da war er. Wie man eigentlich über Oberlichter, oder, einen Raum neutral voll auslichten kann. Oder? Jetzt gehen wir vielleicht doch wieder zurück. Oder? Und das gibt dann, das hat eben dann diese Systematik ein bisschen von... Man hat uns dann vorgeworfen, das seien einfach so Lichtmaschinen, oder? Aber diese Lichtmaschinen erlauben, ein Bild so zu sehen, dass es
weder glänzt noch unregelmäßig beleuchtet ist und so weiter. Oder das auch praktisch keine Schatten hat. Sehen Sie mal da. Das ist alles im Tag. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, das sieht man hier nicht so gut, die Frage ist, was ist der Hintergrund eines Bildes? Die beste Hintergrund für die Farben ist schwarz. Weil auf schwarz kommt die Farbe selber als Farbe am besten raus. Oder? Auf weiß kommt die Farbe schlecht raus. In der Regel ist alle Museen weiß. Warum? Oder? Weil das Weiß dazu bringt, dass die Pupille sich schließt. Das hat zu tun mit der Helligkeit, der Reflexion der Wand. Oder? Und je geschlossener die Pupille ist, desto weniger werden die farbsensiblen Elemente auf der Netzhaut getroffen. Das sind also Sachen, die man durchaus technisch kontrollieren kann. Oder? Und wir haben lustigerweise zusammengearbeitet am Kunstmuseum in Bern mit Remy Zaug. Oder? Und er hat über ein halbes Jahr nichts anderes gemacht als graue Farbe gemischt. Oder? Und wir haben so einen Klotz, solch einen da, also das sieht man nicht, so einen Klotz hier, 1:1 bei uns im Büro in der Sandrheinstraße gebaut, mit den Lichtelementen von Bartenbach. Und Remy Zaug saß darin und hat grau gemalt. Das heißt, der Kunstbeitrag im Kunstmuseum Bern ist ein Grau, das so ist, dass man die Bilder möglichst gut sehen kann. Es hat dann einen Nebeneffekt gehabt, die Leute haben immer gesagt, das Kunstmuseum sieht traurig aus. Oder? Und das ist wirklich so ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Oder? Weil Weiß ist immer hell und fröhlich. Oder? Und alles, was in Richtung Grau ist, eben ist ein grauer Tag. Oder? Ein verregneter grauer Tag. Oder? Und das heißt, es gibt natürlich neben der physiologischen Wahrnehmung, oder, gibt es natürlich auch eine, gefühlsmäßige Wahrnehmung. Oder? Und darum sind die Wahrheiten nicht immer ganz klar. Physiologisch war der Vorschlag von Zaug völlig klar, oder? Aber emotional hat das ganz komische andere Reaktionen provoziert. Oder? Das hat jetzt dazu geführt, dass sie zum Teil das Zeug wieder weiß gestrichen haben und so weiter. Das ist ein bisschen schade. Aber auf alle Fälle war das eine Gegenbewegung gegen Hollein in Mönchengladbach, gegen Sterling. Sterling in Stuttgart und so weiter. Aber die Zusammenarbeit mit Zaug war nicht ganz einfach. Er hat ganz klare Bedingungen gestellt, hat gesagt, wenn ich komme, dann will ich das klar. So lösen. Meine, ist solche Räume haben, ja. Und solche Farbe bestimmen, das mache ich. Es ist, ich meine, der Zaug war kein einfacher Künstler. Also wir haben ja für Kunst am Bau noch mit vielen anderen, wir haben mit Nilo Toroni zusammengearbeitet, also haben wir für die Bank in Bern mit Nilo Toroni zusammengearbeitet, für das Seminar in Thun mit Toroni zusammengearbeitet und so weiter. Wir haben jetzt auch in Luxemburg, der Name ist mir jetzt gerade entfallen, wir haben grundsätzlich immer mit Künstlern, Lichtingenieuren und Fotografen zusammengearbeitet. Und die sind natürlich nicht alle gleich. Oder? Mit Nilo Toroni kann man wunderbar arbeiten. Oder? Wie gesagt, man ist der Südländer, oder? Man ist sowieso besser. Oder? Und mit Zaug war das bedeutend schwieriger. Oder? Burkhardt war ein uralter Freund, das ging mir sehr gut. Auch Roland Gfeller, der gehörte praktisch zur Grundeinrichtung vom Atelier 5. Aber das Wichtige ist, wir können als Architekten nicht alles selber machen. Und wir müssen jemanden finden und dann das Vertrauen haben, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich schlage vor, dass es ein schönes Schlusswort ist. Herzlichen Dank. Ich würde noch vorschlagen, dass wir noch 5 Minuten hier bleiben, damit diejenigen, denen eine Frage auf der Zunge brennt, diese auch wirklich stellen können. Und es gibt Mikrofone, also ich bitte euch gleich, eure Interessen zu bekunden. Da. Ja, für die hinteren.
In welcher Form existiert das Atelier 5 heute? Oder was ist das aus dem Atelier 5 geworden? Mhm. So. Prima Frage. Was passiert, wenn die Dinosaurier aussterben? Oder? Das ist also die Frage, die gestellt wurde. Dazu gibt es vielleicht zwei, drei Antworten. Also die erste Antwort, das Atelier 5 funktioniert grundsätzlich weiter, so wie es funktioniert hat. Ich sage grundsätzlich. Es funktioniert nicht mehr ganz weiter. Und das hat wiederum zu tun mit der Art der Arbeit. Oder? Schauen Sie, früher, wenn Sie einen Wettbewerb gewonnen haben, dann wussten Sie, das ist eine Aufgabe, ein Schulhaus, das sind 15 Millionen, oder? Ich brauche so und so viele Stunden, ich brauche so und so viele Leute, ich habe ein Arbeitspaket, das ich einplanen kann. Heute gewinnen Sie den Wettbewerb, das ist uns passiert, hier in Zürich, für die Kreditanstalt, den Hauptsitz da an der Bahnhofstraße. Der wird aber nicht als Paket ausgelöst, sondern wird ausgelöst in Tranchen. In Schnitten. Ne? Also, Sie kriegen den Auftrag bis zum Vorprojekt, Sie kriegen den Auftrag bis zum Bauprojekt und so weiter. Das heißt, Sie wissen nie, was passiert. Es kann, was uns dort passiert ist, also am Schluss war das ein Riesenauftrag, der aufgegangen ist, oder? Aber was dort passiert ist, war, dass nach etwa nach einem halben Jahr Arbeit, man eine Mannschaft eben wiederum von 12 Leuten hatte, weil wir wussten, wir haben Konventionalstrafen auf das Liefern der Pläne, oder? Fusioniert die CS mit der First Boston. Was passiert dann? Man kriegt ein Telefon. Bitte sämtliche Arbeiten verrechnen und den Auftrag unterbrechen. Da sitzt also ein Büro mit seinen 12 Leuten, eine Mannschaft, oder? Und macht einfach tack. Die Mannschaft kann man nicht einfach zum Teufel schicken. Die würde man auch nicht kriegen, wenn man nachher sofort weitermachen müsste. Oder? Aber der Auftraggeber macht es. Zum guten Glück haben sie, sie wollten nämlich eventuell nach Boston umziehen, sie sind nicht umgezogen. Oder? Die Sache wurde realisiert, das wurde eine prima Geschichte daraus für uns. Oder? Aber diese Situation erlaubt es nicht mehr, und das ist ein Riesenunterschied, oder? Wie, sagen wir, bis in die mittlere Zeit, das bis knapp bevor ich weggegangen bin im Atelier 5, oder? Dass man Leute sozusagen fest anstellen konnte nach einer Probezeit von dieser und dieser Zeit. Oder? Sie müssen anfangen, Leute auf den Auftrag anzustellen. Die zweite Sache, es gibt praktisch keine großen Aufträge mehr ohne Generalunternehmer. Die öfters nach der ersten Phase in einen Totalunternehmer-Offerte verändert werden. Oder? Das heißt, Sie haben als Architekt viel, viel, viel weniger Bewegungsspielraum. Oder? Das heißt, Sie müssen viel mehr Leute sozusagen temporär reinnehmen, was natürlich den Zusammenhang in einem Büro bedeutend schwächt. Aus all den schönen Geschichten, die ich vom Anfang an erzählt habe, kann man heute zum Teil, sage ich, fast nicht machen. Das ist, sage ich, das Schlimmste, was passiert ist. Das andere ist gleich geblieben, oder? Die Leute arbeiten auf die gleiche Art, oder? Die Projekte werden auf die gleiche Art angegangen, die Kritiken werden auf die gleiche Art angegangen. Es sind aber andere Leute. Oder? Und der Einfluss, sagen wir, der Architektur, also der, und sehen Sie, ich muss sehr aufpassen, oder? Weil ich werde dieses Jahr 77-jährig, also ich bin ein alter Schlitten, der da vorne sitzt. Oder? Und die alten Herren, die beklagen sich ja immer über die Jungen und die alte gute Zeit und so weiter. Und ich bin einverstanden, man muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht da in diese Maschine reinfällt. Oder? Ich meine, die Selbstkritik im Büro ist ein bisschen kleiner geworden. Und der Einfluss, ja, der Einfluss über den äußeren Druck. Oder? Verstehen Sie, wenn Sie ein halbes Leben kämpfen, da sitzen alle Stars rum, die laufen alle so rum da. Ja? Man kann zwar die viel Elbharmonie von 78 Millionen auf 780 Millionen raufschreiben und so weiter, man ist trotzdem der größte Star der Welt. Oder? Also, denn manchmal hat man doch das Gefühl, man möchte doch auch ein bisschen so.
Also ich möchte meinen jungen Leuten, dass um Gottes Willen nicht, es gibt immer noch sind sehr gute Leute, und wenn sie diese Chance haben, im Büro zu arbeiten, gehen, das Beste, oder? Weil die brauchen immer wieder Leute. Das ist wirklich wie mein Büro, oder? Aber eben, das ist schwierig jetzt. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was geantwortet. Gibt es andere Leute, Fragen? Vielleicht noch kurz, die Vorfabrikation in Verhalen, die nicht stattgefunden hat, wenn Sie das jetzt reflektieren, nachdem Vorfabrikation praktisch so breit auch angewendet wurde, haben Sie da einen Kommentar, wie es vielleicht dann heute eine andere Situation da wäre, wenn man jetzt Verhalen restaurieren müsste mit vorfabrizierten Elementen? Also was wäre, wenn Halen vorfabriziert gebaut worden wäre? Ufa. Keine Ahnung. Ich sage nur, ich habe das erwähnt, Göhner wäre interessiert gewesen an der ganzen Geschichte. Oder? Ich kann anders sagen, es gibt eine sehr schöne Siedlung eines Architekten, der heißt Wirsing. Wirsing hat für die Olympischen Spiele seinerzeit in München Studentenheime gebaut. Das ist eine ganze Sequenz von zweistöckigen Gebäuden. Sie erinnert übrigens auch an Corbusier-Projekt für Studenten. Das sah nicht unähnlich aus. Oder? Und das wurde vorfabriziert. Oder? Das ist eine ganz prima Geschichte. Also es ist durchaus denkbar gewesen. Schauen Sie mal, was in Halle nicht vorfabriziert wurde, das sind ja die Zwischenwände. Die Leute denken immer, Halen sei aus Beton gebaut, weil man sieht die Dächer, man sieht die Loggias und so weiter. Was aber nicht aus Beton ist, das sind ja alle die tragenden Wände zwischen den Häusern. Ob die Wände jetzt aus Beton gewesen wären oder nicht, ich weiß es. Ich glaube, es hätte nicht sehr viel ausgemacht. Das Interessante wäre damals gewesen, das war ja wirklich eine neue Technik. Und jetzt hat man auch da im Kunstmuseum gesehen, weil das Atelier 5 ist natürlich auch ein bisschen versessen auf neue Dinge machen. Oder? Es geht A, Prototypen zu machen, neue Dinge zu erfinden. Oder? Nicht die Formen zu erfinden, aber die neuen Dinge zu erfinden. Also das Büro hat überhaupt nichts gegen neue Materialien. Das geht manchmal gewaltig schief, oder? Aber es spielt keine Rolle. In Halen wurden damals die ersten Colovinylplatten verlegt. Ich weiß nicht, ob jemand das kennt. Das sind nicht Linoleum, das sind die Kunstharzplatten damals, weiß. Das war so gesprenkelt weiß, das war der gigantische Hit, oder? Hat sich nicht unbedingt so gut bewährt, oder? Pirelli-Platten, das war auch ein Hit, oder? Sehen Sie, weil das Büro in dem Sinn, übrigens Corbusier war ja auch immer so Dingen interessiert, ist interessiert, was kann ich mit neuen Materialien heute machen, das der Aufgabe entspricht. Nicht unbedingt, wie sie aussehen, aber hat es irgendeinen Reiz? Oder eben, was kann ich mit Tageslicht machen? Er hat noch ein anderes Beispiel, das aus Niederwangen, ja genau da. Sehen Sie, das ist eine ganz lustige Geschichte. Das ist ein sehr tiefer Raum, den Sie hier sehen, oder? Und da gab es einen Herrn, der hatte Angst, große Fenster zu machen, weil das ist ein Sportartikelgeschäft, das ist Vaucher, oder? Und die Frage war, wie kann ich einen tiefen Raum ausleuchten, ohne große Fenster zu machen. Und da hat man mit Bartenbach zusammen dieses Element hier erfunden. Oder? Da kommt Licht von außen rein, wird auf eine Decke intern reflektiert und sinkt dann senkrecht in den Raum runter. Oder? Das heißt, ich kann auch die Büromöbel in jede Richtung schieben. Oder? Ich muss nicht immer das Licht von links haben. Oder? Weil das Licht kommt so runter. Es ist aber Tageslicht. Also an solchen Sachen war man absolut fasziniert. Und das bringt natürlich am Schluss neue Formen, neuen Ausdruck. Aber das ist nicht der neue Ausdruck, weil man jetzt denkt, das ist eine wahnsinnig spannende Decke. Sondern weil das ein neues Erlebnis bringt. So. Herzlichen Dank. Ich glaube, ihr müsst nämlich weiter in die nächste Vorlesung. Herzlichen Dank für eure Präsenz. Herzlichen Dank, Herr Blume,
dass sie hier während anderthalb Stunden und sogar mehr auf meine Fragen geantwortet haben. Und dann viel Erfolg noch für Atelier 5. Merci.